Hi, herzlich willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battlegrounds, zu einem leicht chaotischen Wochenende. Aber mehr oder minder sind jetzt ja zwei Spielchen bei rausgeflogen, insofern, ja, ne? Ist es halt so, wie es ist. Horizon ist raus, PUBG ist wieder drin. Und TW ist noch drin, aber wird wahrscheinlich ein bisschen weniger kommen als ursprünglich geplant, weil da einfach die Nachfrage eurerseits doch sehr bescheiden ist, sagen wir mal so. Kann ich aber auch verstehen, ist wirklich nicht der beste Streaming-Titel, wenn ihr normalerweise andere Titel hier gewohnt seid. Ist okay, ist ja alles kein Problem. Aber, ne, dementsprechend wird das Wochenende nochmal ein bisschen umgeschrieben, eigentlich auch nur dieser Sonntag. Und zwar gibt es jetzt PUBG, danach gibt es Total War im Crew. Um 14 Uhr heute Abend gibt es dann nochmal PUBG, aber dann halt auf YouTube. Wisst ihr Bescheid. Moin Moin, was geht? Willkommen im Regulärbetrieb. Aber auch nicht sehr lange, denn bald gibt es auch schon mal sowas wie Elex. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du da irgendwie Fahrzeuge oder sowas? Ja, schönen guten Morgen erstmal und ich habe ein Fahrzeug, ja. Ah ja, genau. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich nämlich die letzten Tage so mies geschlafen habe. Ich bin mit dem Sturm immer wieder aufgewacht. Ich will noch schnell hier welche drehen, ich bin gleich da. Ah, ich krieg's doch nicht mal rechtzeitig. Ich komme mal zu dir. Moin, noch KIP, mein Freund, ja, moin moin. Also, willkommen. Ich bin durch, wir können dann gleich weiter. Und vor allen Dingen, wenn du auf YouTube zuschaust, das Ganze ist eine Premiere. Ja, das heißt, ich streame dort auf Twitch, denn ich streame regulär immer am Freitag um 18 Uhr und samstags und sonntags um 10 Uhr auf Twitch. Und ja, das verwusste ich dann hier und da als Premiere. Das heißt, entweder bin ich gerade krank oder verreist oder irgendwas dergleichen, weißt du Bescheid. Und dann ist dann eine gute Möglichkeit, über den Live-Chat dann trotzdem das Community-Forum alles am Leben zu halten und ein bisschen auch den YouTube-Algorithmus zu füttern. So sieht es nämlich mal aus. Moin auch Leon, moin auch RCM Hamburg, moin auch Lovecraft und Don Christiani. Hallo, hallo, hallo. Und TW ist geil. Horizon ist leider echt nicht. Ach, du hast ein Fahrzeug. Hallo. Stehen. Ja, ach komm, lass hier einfach das Ding jetzt erstmal looten. Da dürfte auch keiner sein, da kannst du eigentlich gut runterfahren, dann loote ich hier ja schnell die alle hier oben rechts mit. Macht jetzt auch keinen Sinn mehr, großartig. Was wollt ihr denn sagen? Achso, genau. Also Horizon ist leider echt nichts. Ist ein gutes Spiel höchstwahrscheinlich, aber es trifft leider echt nicht meinen Geschmack. Ich hatte es vorhin nochmal ein bisschen versucht und es ist im Teil, ist es auch echt ganz geil, aber irgendwie der Stil, der von vielerlei Sachen ja drin sind, ist halt irgendwie nicht so vollends meins. Catcht mich nicht so hundertprozentig. Deswegen lasse ich es dann lieber sein. TW dafür ist arschgeil. Total Warhammer 3. Sehr gut. Sehr, 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 sehr geil. Aber, ja, mal gucken, wann ich da dazu komme, das mal irgendwie mal richtig zu spielen. Ich denke mal, das wird noch so ein bisschen dauern. Sehr wahrscheinlich. Moin auch James, 1992. Moin, moin. Moin auch Leon, moin auch Bo. Tja, ja, ja, ja. It is what it is, what it is, what it is. Hm. Ja. Ich meine nett, aber wie steht's mal mit einem Rucksack? Ja? Rucksäcke sind toll. Sehr toll, glaube ich, vielleicht. Mal gucken. Aber die nächsten Titel kommen ja tatsächlich schon wieder in den Rest. Wie gesagt, ich glaube jetzt, was war das? Irgendwann, ich glaube sogar direkt am 1. Ja, ich glaube, das müsste direkt am 1. sein nächsten Monats. Kommt ja dann schon Elex. Ja? Also. Warst du hier schon gewesen, was du markiert hast? Nö. Okay, dann waren hier schon welche. Okay. Nice. Ich bin gerade vorbeigefahren und ich habe mir da mit ein paar Leuten sogar mehr oder minder ein Wettrennen auch drum geleistet. Da war eigentlich zu dem Zeitpunkt jedenfalls, würde ich sagen, nichts. Aber ja, ne? Dann komme ich hier mal wieder raus, nicht, dass die noch sind. Ich bin mir hier oben jetzt eigentlich so langsam bin ich fertig. Willst du eine M4 oder brauchst du noch 5er Munition? 5er habe ich, brauche ich ja. Ich habe eine M4. Oh ja, nice. Ich hatte auch schon ein Magazin, aber guck mal, hier haben wir noch eins. Perfekt, dann brauche ich nicht zurücklatschen. Was ist denn als Entfernungswaffe? SLR. Wollen wir mal tauschen? Was hast du?
Ein Karabinski. Naja, dann. Wenn er so ist, tausche ich natürlich sehr gerne. Moin, moin. Ich muss sagen, ich fand es aber auch, also ne, mir tut es natürlich auch mal so ein bisschen leid, wenn dann irgendein Spiel halt nicht weitergespielt wird, wenn es halt leider nicht passt. Entweder von eurer Seite oder meiner oder beider. Aber ich fand es sehr interessant, dass das bei der Ankündigung, die ich dann bei YouTube reingeschrieben habe, an sich ausschließlich, und viele haben dazu geschrieben, und ausschließlich echt die meisten sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, dass es nicht weiterläuft. Oh, apropos laufen, dann läuft einer. Wo siehst du einen? Ungefähr da. Er ist vor uns rechts am Hügel. Irgendwie habe ich trotzdem Bock, ihn anzugreifen. Wir fahren jetzt genau drauf zu. Ne, rechts von uns. Ja. Den zweiten. Ne? Das, okay. Wollen wir schnell tauschen? Keine Ahnung, ich leg hier die 5 raus, das ist ein Kompi-AR noch. Oh ja, Kompi-AR ist gut. Die SLRs kannst du dir auch echt komplett, hier ist alles eigentlich quasi dran. Okay, schön. Ich habe sie dir ein bisschen daneben gelegt. Hast du ein Visier? Nee, leider nicht. Doch, hier ist ein 6er drin. Ich hätte sonst auch eins gehabt. So, ich packe ich mal hier den Karabiner hin. Mhm. Am besten, hier hast du mal Minusfeldampfer, gibst du mir den Kompi wieder? Nö. Der Kompi ist dran, aber sagen wir mal so, und ich habe einen Charlie SR gefunden, deswegen, ich brauche tatsächlich nichts, aber deine liegt hier. Ja, alles dazugelegt, was du nur ansatzweise brauchst. Fein, fein. Ich überlege gerade, ich brauche noch auf jeden Fall eine ganze Menge für meine Vektor auf Dauer, aber ich glaube, das passt auch erstmal. Sozusagen, wir fahren aber erstmal weiter. Ja, da haben sie uns natürlich eiskalt überrascht, ne? Mhm. Da hätte auch fast schief gehen können. Immer noch Fantags. Immer noch Seller. Moin, 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 moin. Ich war echt erstaunt, also dass wirklich relativ viele Leute dann eigentlich geschrieben haben, ja zum Glück ist nicht so meins, bla, irgendwas dergleichen. Also es war ja fast durchgängig nach dem Motto, okay, dann nicht. Und am meisten erstaunt war ich tatsächlich über Frau Anja, ja, wenn sie schon mal da ist, moin moin. Juckt der Bart, ja, das ist mittlerweile echt nicht mehr cool, wirklich nicht. Ich werde auch die ganze Zeit angefangen, nee, das kratzt, das piekt. Das ist nicht mehr geil. Alles verfängt sich da drin, das ist halt auch uncool. Also, ja, also, es ist eigentlich, ist es längst an der Zeit, aber muss halt sein. Ja, aber ich war echt erstaunt an ihr, ne, weil jetzt, ich meine, du bist ja, sagen wir mal, eher so auf der romantischeren, verträumteren Seite des Lebens unterwegs, wenn es um Spieleauswahl geht. Ja, die hätte schon gedacht, dass das Horizon doch eher deins trifft, also dein Geschmack trifft. Aber auch was du geschrieben hast, klang ja eher so ein bisschen danach, nach dem Motto, okay, eigentlich besser so nach dem Motto. Aber ich war ich erstaunt. Taktisches und ein Griff für eine Vektor wäre noch sehr geil. Und 9er wäre auch ganz geil. Hier lag eine Vektor drin, da müsste auf jeden Fall die 9er noch dazu liegen, wenn du sie nicht schon genommen hast. Oh, die Vektor habe ich gar nicht gehört, die du angesagt hast. Wo hattest du die denn? Hier, genau wo ich stehe. Ah, perfekt, danke. Ja. Ja, die letzten Tage waren hart mit dem Sturm. Ich bin echt, keine Ahnung wieso, aber ich kann irgendwie dabei nicht pennen. Ist nicht mehr so, dass ich dabei irgendwie Schiss hätte oder so, aber ich kann dabei einfach nicht schlafen. Ich wache echt im 1-2-Stunden-Takt, wache ich auf und brauche Ewigkeiten wieder, um einzuschlafen. Das ist brutalst nervend. Mich hat noch ein bisschen was privat dazu zu tun. Der kommt nachher vielleicht bei, also nachher bei TV höchstwahrscheinlich vielleicht, mal gucken dazu. Und heute Abend, oder bei Patsch, ach ja, genau, vor Ort, ne, weißt Bescheid, heute Abend 18 Uhr. Ich bin heute auswärts. Was? Du spielst heute auswärts, PUBG? Das geht heute seit Jahren mal wieder ins Kino. Oh, was guckst du dir an? Diesen zweiten Teil von dem Mord im Orient Express, oder wie das damals hieß. Tod auf dem Nil heißt der jetzt. Klingt mir irgendwie nach einem Kompromissfilm. Nee, hast du schon mal geguckt? Mord im Orient Express? Nee. Kann man halt nur einmal gucken. Danach ist er nicht mehr gut. Okay. War noch Image-Schaden.
immer noch Kalle. Das klingt trotzdem sehr stark nach einem Kompromiss. Brauchst du Buffer oder so einen Spaß eigentlich? Ich hab sehr viel Buffer. 5 Stück, eigentlich nicht. Ach, ich weiß, wieso ich so wenig Platz habe. Ich habe ja noch den Notfall-Pickup dabei. Dachte ich, ist ganz vergessen. Schön. Und noch Kane. Dachtest du, mir gefällt Horizon? Nee, ich mag ja auch Skyrim nicht. Ah, schwer. Ich weiß nicht. Meinst du, die sind so ähnlich, dass man die vergleichen könnte? Also gut, ich habe Skyrim nicht sehr viel gespielt, deswegen weiß ich nicht. Ich kann es jedenfalls nicht sagen. Aber krass. Ja, nö, keine Ahnung. Sind noch 2 Koffer drin? Wie sieht's da? 3? Ich habe 3. Hier ist nochmal einer. Ich brauche nichts. Alles gut. Nö, aber scheint ja so insgesamt halt irgendwie auch Usus gewesen zu sein. Ein sehr guter Hinweis ist halt am Ende des Tages immer auch, warte mal, ist halt auch mal, wie sich so im Chat unterhalten wird. Wenn er sich im Chat eigentlich überhaupt nicht mehr ums Spiel seit Ewigkeiten unterhalten wird, dann ist eigentlich irgendwie auch klar, okay, also die meisten sind wahrscheinlich noch aus Anstand hier, um mich so ein bisschen zu unterstützen oder so, aber eigentlich nicht, weil sie das Spiel sehen wollen. Ja, wollen wir den nutzen? Mhm. Na klar, oh. Danke auch, Lady Toxic Kiss. Moin, moin. Morgen. Klingt, es ist schon gar nicht so verkehrt. Ist nämlich noch alles ein bisschen. Ja, halt. Keine Ahnung. Also, ich hatte gerade mal geschafft, letzte Woche war ich schon einmal tot fertig. Da habe ich es einem gerade mal geschafft, so halbwegs mal so ein bisschen Schlaf nachzuholen und dann kamen jetzt diese ganzen scheiß Sturmnächte und ich bin wieder eigentlich voll im Arsch und habe gefühlt eigentlich viel zu wenig gepennt wieder. Das ist echt grausam aktuell. Aber keine Ahnung. Irgendwann auf Dauer. Muss ich mal gucken, dass ich mal, vielleicht schaffe ich es ja morgen oder so mal Mittagsschlaf mitzumachen. Aber ich bin schon recht froh, dass ich gestern wenigstens mal so 2-3 Stündchen dazu gekommen bin, mit Linus Total War privat zu spielen. PUBG ist geil. Außerdem, es gibt einen Arcade-Modus, ne? Also, wenn du jetzt nicht direkt gegen Spieler und so spielen willst, du kannst unten links, gibt es irgendwie was, musst da ein bisschen rum, bei irgendwelchen Auswahlmöglichkeiten, einfach nur unten links im Hauptmenü, da kannst du dann auch den Arcade-Modus auswählen. Da spielst du erstmal gegen 90 Bots und 10 Spieler. Aber einschließlich dir, also je nachdem, was ihr spielt, dann nur noch gegen 9, 8, 6. Ja? Und dann halt irgendwie mal gucken. Und noch Echi, Norbsei. Moin Moin, wollen wir hier vielleicht reinschauen ins Gelände? Mhm, können wir. Ich versuche dann hier irgendwie drauf zu laden. Was soll es? Das ist jetzt abwärts. Ja, eigentlich geht's. Oh, am Auto rechts steht einer. Oh, den könnte man vielleicht naschen. Auto rechts? Ah, da. Er hat zurückgeschossen? Der hat sich nicht bewegt, nicht auf daneben geschossen. Mhm, hab ich gesehen. Wo ist denn sein Dude? Ich seh ihn nicht. Du? Der ist hier im Haus. Eieieiei, okay. Warm spielen incoming. Der hat sich kein bisschen bewegt. Und ich hab. Der andere ist jetzt in das Haus gerannt. Hier unter uns scheint wenigstens nichts zu sein. Eieieiei. Moin noch, Nightcheck. Moin. Liga, 115. Ich habe 2 sogar. Ich habe leider sehr wenig Munition. Für 7er oder was? Nee, 9er. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal hier unten rein, oder? Nö. Ist doch schick hier oben. Hier bleiben, ja. 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 Sitzt auch nur jeweils einer drin, also.
In dem Auto vor uns sitzt aber auch nur einer drin. Hm. Jetzt können wir, glaube ich, auch wirklich langsam runtergehen. Und looten. Moin auch Schimpanse, moin moin. Es geht keiner. Also eigentlich ist es echt ganz okay, solange ich halbwegs irgendwann so meinen Schlaf bekomme. Und je nachdem, was man halt so macht. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt was Gechilltes spielen würde, dann sagen wir mal sowas wie... Okay. Alles klar. Also bei sowas wie TV wäre das jetzt wahrscheinlich immer noch alles gechillt. Aber bei einem Shooter, wo du halt halbwegs fresh im Kopf sein musst und so, da wird es dann langsam dann irgendwann schon interessant. Vor allem, wenn es sich dann irgendwann über Wochen hinwegzieht. Weil ich kann mich echt nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal einfach ausgeschlafen war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, irgendwann so rund um Weihnachten oder so müsste es der Fall gewesen sein. Okay, ich bin auf jeden Fall auch unten. Moin, auch Kaksips06. Moin, moin. Was geht, was geht? Ja. So ein bisschen hier, So ein bisschen weiter runter. Ist schon mal besser. Das stimmt auch am Stuhl nicht. Sag mal, bringt der Zweier-Rucksack eigentlich? Hat der eine Funktion? Der normale meinst du oder jetzt den hier? Machst wahrscheinlich den hier Spacken. Der hier hat genau dieselbe Tragekapazität wie der Zweier-Rucksack, aber du kannst halt noch außerhalb der Zone ein bisschen bleiben. Also ne, außerhalb der Blue Zone. Ne, innerhalb der Blue Zone und außerhalb. Naja, ich weiß, was ich meine. Und da ist es halt, dass du dann den verbrauchst. Na, aber solange der verbraucht wird, das ist diese blaue Leiste, die du da siehst, ganz unten unter meiner weißen Lebensleiste. Solange die verbraucht wird, bekommst du keinen Schaden durch die Zunge. Das ist es. Oh, schön. Ein Griff. Nice. Noch ein Schalli ist er. Sieht aber schon sehr gelootet hier drin aus. Nimm ich doch den Schalli. Hier rein. Rechts, 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 rechts. Naja, ist ganz nice. Kann man mal machen. Tja, wir sind noch drin. Wollen wir ein bisschen uns bewegen? Ich würde ja ganz gerne noch ein, zwei, dreimal schießen. Brauchst du noch einen Kombi für deinen Vektor? Ja, würde ich sogar echt noch nehmen. Ich habe nur Mündungsfeuerdämpfer. Ich werde beschossen. Aus hier dem Gelände irgendwo unten. Mhm. Er ist auf dem Dach links. Hat einen Treffer. Mal noch Achim, moin moin. Noch ein Treffer von mir, wie kann er das überleben? Na, wenn ich. Keine Ahnung. 1K und ein SLR-Treffer. Ja. Der Karabinertreffer macht dir auf dem Körper oder so jetzt nicht so unendlich viel Schaden. Wir haben hier ein Auto. Wenn er eine Dreierweste hat, müsste ich ihm sogar zweimal auf den Oberkörper mit dem Karabiner schießen können. Er müsste eigentlich immer noch leben. Wenn ich mich nicht täusche. Der Kombi. Ja. Pass auf, wir könnten jetzt von leicht hinter uns 325 auch noch zusätzlich beschossen werden. Da fehlt dir mal noch mal ein bisschen schauen. Ah, der ist hier. Ich sehe seine Waffe durch die. Ich habe seine Waffe durch die Mauer durchglitschen sehen. Schönes Ding. Das alte Kantenspiel gespielt. Moin, noch Mr. Nicodemus. Moin, 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 moin. Einer von beiden ist wieder hinten rechts auf dem Dach drauf. Hinter uns explodieren Granaten. Sind auch sehr offen hier, ne? Ich sehe sie auch hier, am Stein dahinter. Mhm. Hier ein Instant. Oh, ein schönes Ding.
Am Fenster zeigt sich wieder. Hinter uns schmoken die sich weiter ein. Mal gucken, was da noch so passiert. Mal noch James Bondo. Immer noch Stefan 1992 LS. Moin, moin. Bin mir gar nicht mal so sicher, ob das hier unten nur einer drin ist oder sogar zwei. Oben habe ich sie gesehen. Scheißhütte. Zwei Mann. Ey, wir haben nochmal welche hinter uns. Oh, wir sollten gucken, dass wir uns langsam bewegen. Oben ist einer genockt. Ja, perfekt. Dann erst recht anfangen zu laufen. Dass wir wieder in die Zone kommen. Und auch Razor Sharp. Moin, moin. Moin noch Loot, Knut. Moin, moin. Und danke auch Spacke 1986 für dein Follow. Dankeschön, dankeschön. Ich habe den unten die beiden Reifen zerschossen beim Buggy. Also rein theoretisch, wenn sie nicht noch was haben, müssten sie sich eigentlich eher zu Fuß hierher begeben. Über uns wird auch geballert. Nice. Super nice. Buggy oder irgendwas kommt? Motorrad? Buggy auch von da, wo wir kommen? Moped hat aber gehalten. Und jetzt kommen sie von oben. 20 Grad, genau auf mich zu. Meinst du die im Auto? Ja. Machen wir das Moped oder das Auto aus? Scheiße, hat mich gesehen. Wenn nicht, komm eine Etage tiefer. Sehr schön. Ran, ran, ran. Hab ihn, das war's. Ich sehe das Moped vom Moped, Dude. Das ist nicht weit weg. Mhm. Zwei Mann laufen vor uns. Schönes Ding. Das wäre geil gewesen. Ich muss ihm damit Schaden gemacht haben. Ja, ne? Aber die Zone zwiebelt halt jetzt auch bei mir schon ganz ordentlich. Denn jetzt habe ich gleich das Problem, dass mein Zonenrucksack weg ist. Ich kann, glaube ich, mit deinem bisschen mogeln. Deiner hat nämlich noch ein, zwei, ne? Immer noch Janoshi. Na, dann machen wir mal. Ich glaube, ich werde seinen Moped schnappen. Gucken wir mal, was da so geht. Ich hoffe mal, sein Moped hat noch ein bisschen Benzin. Ja, perfekt. Dann konnte ich es jetzt auch direkt schon mal zeigen, was mit dem Zonenrucksack so passiert.
Ist das PvP? Ja, wir spielen ganz normal. Das sind alles Spieler. Traurig, aber das Teil hat halt... Alles besetzt! Auch die Hütte hier ist schon besetzt. Oh. Und was ist drin? Die Lynx. Die will aber keiner. Also ich will sie nicht. Ach, dieses ist auch starke Lynx. Antipanzergewehr, ja. Den zweiten hast du auch gesehen, ne? Naja. Ich bin rechts halt noch ein paar. Schade, dass er noch genug Leben gehabt hat. Tja, jetzt eine Granate, ne? Das. Ich glaube, ich habe über mir auf dem Berg wahrscheinlich sogar noch was. Tja, Dudes, ich habe euch sogar geholfen, ne? Wollte ich mir nur mal kurz erwähnt haben. Ich habe den geschossen, der euch auf dem Auto beschossen hat. Vorsicht, letztes Mal ziehen. Okay. Scheiße. Das endet da oben. Ich bin am Arsch. Zwei nur noch. Das heißt wahrscheinlich sogar 1-1-1. Ich habe noch 21 Kugeln für die Vector. Und hier oben ist aber noch irgendwo einer. Wenn die Zone da oben zu Ende geht, dann war es das sowieso. Noch könnte ich die Lynx holen. Aber, naja. Stimmt, ja. Ja, Mr. Nikodemus, ist schade mit Horizon, aber es ist leider so. Ich habe es wirklich versucht, aber ich werde wirklich leider mit der Erzählweise, mit den Erzählweisen der Charaktere und so und an vielen Punkten halt, was einfach wirklich nur Geschmack ist, werde ich mit dem Spiel nicht warm. Ist ein gutes Spiel, aber nicht mein Geschmack.
Ich höre ihn links. Ja, Arsch, Arsch. Der oben hat gewonnen. Muss es einfach nur aussitzen. War noch Freddy. Jetzt reicht's. Ich glaube, der denkt, dass er runter muss. Sehr schön. Vielleicht schaffst du es noch, den seine Waffe zu nehmen. Ich bin tot, so unglaublich tot. Oder auch nicht. Ich bin hier, glaube ich, noch gerade so drin. Ja, ich verliere es trotzdem. Also... Wenn er sich jetzt nicht super doof anstellt, dann muss ich es eigentlich verlieren. Geht gar nicht anders. Mal noch Insomnia, moin moin. Tja. Vier Koffer. Also ich werde es gleich nochmal versuchen, ob er sich halbwegs gegenheilen kann, aber... Ich habe halt auch keinen Spielraum. Ihr seht, sobald ich rausgehe, bin ich eigentlich instant tot. Da geht gar nichts. Es gibt noch den Trick, dass ich jetzt ein bisschen rausgehe, mich quasi antippen lasse durch die Zone und dann, bevor die jetzt vorbeiläuft, mir quasi dann schon direkt wieder ne, die Heilung gebe. Des Koffers, dann kriege ich vielleicht nochmal ein, zwei Sekunden extra raus. Aber ihr seht, ja, wir haben hier 6 Sekunden, bis ich ihn nehme. Und dann nehme ich den quasi so, dass das, wenn die Zone mich schon trifft, das weiter runterrattert. Und dann ne, kriege ich halt, bevor ich tot bin, trotzdem schon meinen ersten Schub vom Koffer. Aber... Mit ein bisschen Pech kriegt er sogar noch einen Winkel und kann mich irgendwie abschießen. Aber eigentlich, die Zone wird irgendwo bei ihm oben komplett zu Ende gehen. Kriegst du den Koffer schon wieder nicht mehr durch, ne, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ach so, meinst du es? Ja. Ich wollte es nur kurz zeigen. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ist auch noch gut eine Minute, anderthalb Minuten normalerweise oder so. Ich kann auch nicht, guck mal, ich kann, ne, selbst wenn er jetzt direkt über mir stehen würde, ich kann gar nicht mehr so hoch zielen. Das ist das Höchste, wie ich halbwegs komme. Aber naja. Ich bin ja ganz glücklich, nachdem ich auf einen stehenden, sich nicht bewegenden Spieler daneben geschossen habe mit dem Karabiner, dass ich jetzt trotzdem noch so ein, zwei Leute getötet habe. Das tut meinem Ego sehr gut. Naja, könnt ihr auch ein bisschen nur tanzen, wenn ihr wollt. Hier, guckt es euch an. Passiert jetzt erstmal nichts. Okay, er versucht's. Ich hoffe, ihr guckt Third Person runter. Ich muss nur im Auge behalten, falls es hier losgeht mit der Zone. Ich muss mich rechtzeitig auf Waffen und so. Jetzt. Dann wollen wir mal. Und die geht oben links bei ihm zu Ende. Das heißt, ich muss mich viel häufiger muss ich mir den Koffer geben drücken. Eigentlich kann ich mich auch wahrscheinlich so killen. Das letzte Mal, Micha hat es ja auch versucht, hat es ja auch nicht mehr geklappt. Mit dem Gegenheilen. Schauen wir mal. Ah, doch, ich glaube, es klappt. Das nicht mehr.
noch? Ich hoffe, er weiß nicht, wie man es macht. Das ist mein letzter. Komm schon, du darfst es nicht wissen, dass man sich gegenheilen kann. Du darfst es einfach nicht wissen, ich hab nicht mehr. Er weiß es. Naja. Scheiß Dreck. Hat er gut gemacht. Ich würde zu gerne wissen, ob er sich gegen... Guck mal, er ist sogar noch runtergehopselt. Ich würde zu gerne... wissen, ob er sich noch gegengeheilt hat oder nicht. Muss er eigentlich, oder? Aber es geht noch gegenheilen. Ne? Hat er gesehen, es funktioniert noch halbwegs vollgeheilt. Nee, muss er nicht unbedingt. Das dauert echt ein paar Sekunden, bis die Zone komplett zusammenläuft. Ich musste halt ja instant mir schon den ersten Koffer geben. So, jetzt. Ich will mal wissen, was er gemacht hat. Micha, du bist sehr leise, aber hallo. Guten Morgen. Ja, ich bin vorsichtig, weil ich habe Windows neu aufgesetzt. Achso. Ich kann dich noch ein gutes Stück lauter machen, Micha. Ist gar kein Problem. Ja, moin, moin. Da ist eine heiß auf TV. Ich spür's. Gib mir eine Sekunde, ich mach mich selbst ein bisschen lauter. Mach mal. So, da heil ich mich. Ja, ja, er heilt sich gegen. Er weiß es auch. Ha, guck mal, da steht er, da steht ich. Warte mal, kann ich sehen, was er noch, wie viel Koffer er dabei hat? Kann ich in sein Inventar schauen? Oh, der hatte keine Weste mehr und alles. Ja, schade. Ja, ein paar Köfferchen mehr, aber geil, geil. Da siehst du, die zwei PUBG-Veteranen. Da wird alles ausgetrickst, was nur ausgespielt, was nur irgendwie ansatzweise geht. Er hatte noch einen. Ja, er hätte selbst hier am Ende noch einen gehabt. Selbst einer hätte mir nicht geholfen. Ich hätte mindestens also noch zwei gebraucht. Mindestens noch zwei Koffer. Naja, was soll's. Ja. Aber doch trotzdem eine ganz witzige erste Runde. Welche Griffe spielt man aktuell auf den Waffen? Zu meiner Zeit war der schwarze Dicke von der abgewinkelten Nonplus Ultra. Ja, ich bin immer noch der Meinung, damals so wie heute, dass du einfach das spielen sollst, mit dem du dich selbst irgendwie so halbwegs am wohlsten fühlst. Die Unterschiede bei den Griffen sind relativ gering. Ne? Deswegen ist da auch sehr viel Placebo mit dabei. Ich glaube, so das Einzige, was man sagen kann, ist, der größte Unterschied ist, hast du einen Griff dran oder hast du keinen dran. Ne? Aber so ansonsten, ich spiele am liebsten in den meisten Fällen auch den geraden Griff, den langen schwarzen. Bei MPs mit dem Nahkampf spiele ich tatsächlich den roten Griff am liebsten. Ja, aber eigentlich ist es mir auch Wayne, ehrlich gesagt. Absolut Wayne. Und hast du noch mal ein bisschen TV spielen können, Micha? Ja, hab ich. Bin ich denn ordentlich zu verstehen gerade, oder? Ich würde sagen, ja. Hört sich gut an, ja. Gut. Ja, und ich bin mega enttäuscht, tatsächlich. Was? Ich bin mega enttäuscht, was da diese Schlachten angeht. Die Belagerungsschlachten innerhalb der Städte. Okay. Die finde ich so scheiße einfach nur. Okay. Karakin! Bäh! Warte mal! Nee, Mann. So scheiße, Karakin. Alleine diese Loot-Beschränkung, die du auf Karakin hast. MP5K gibt's dort. Ja, und? Aber dafür was war's? Maximal nur vierfach wie sie oder so ein Spaß? Irgendwie keine richtigen Sniper? Oder irgendwie so warst du auch noch mit dabei? Ich glaube, findbar auf der Map nur bis dreifach und im Drop war mal ein vierfach drin. Du hast doch keine Ahnung. Zumindest habe ich so noch nie ein vierfach dort gefunden. Bäh. Ja, ne? Du wusstest vor kurzem nicht, weil es Verbände gibt. Bis heute. Ja. Ach, man kann sich heilen in dem Spiel? Also ich habe es jetzt nur ein, zweimal bis jetzt die Schlachten in den Städten gespielt und ich muss sagen, in den kleineren Ortschaften, wo die keine Türme bauen kann, finde ich es eigentlich ganz gut gelöst. Da ist endlich auch mal wieder ein bisschen Fight in den Städten. Und mit den Türmen und diesen Vorräten, da weiß ich es noch nicht so ganz. Irgendwie finde ich es erstmal ganz geil, dass sie das gemacht haben, aber es könnte sein, dass mir es nach ein paar Mal spielen echt auch ein bisschen auf den Sack geht. Das kann durchaus passieren. Ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht. Es ist einfach nur. Also die Belagerungsschlachten waren ja früher einfach nur lame, ne? Dann stellst du ein bisschen in die Seite, machst ein bisschen hier was, ne? Dann geht es schon. Aber ich finde es so kacke gemacht, einfach nur. Du hast zwei kleine Armeen, treffen sich aufeinander, und dann hast du plötzlich 10 Eingänge, wo der dann reinkommen kann, und es dauert 10 Stunden. Wieso bist du nicht rausgegangen? Willst du Sanuk spielen oder so? Ja, sorry. Alter, was ist mit dir? Ich komm raus. Ja. Ja, das hat mich auf jeden Fall enttäuscht, muss ich sagen. Drumherum finde ich die Neuerung ziemlich cool, was da so möglich ist mit.
im Gegensatz zum zweiten Teil. Ich habe ja die davor, kenne ich ja gar nicht, ne? Mhm. Also ich habe es jetzt gestern so drei Stunden ungefähr privat gezockt. Und muss sagen, ich bin sehr begeistert. Wirklich, wirklich und, schon geil. Und ich halte nichts von diesen ganzen neuen Fraktionen. Das ist mir zu abgedreht alles. Ja, da gehe ich mit dir mit. Dieses komische, also die Chaos Boys. Die Chinesen und die Russen finde ich eigentlich ganz geil. Auch die sind ein bisschen mir zu Disney-zauberhaft. Aber die finde ich noch ganz gut. Aber die Chaos-Einheiten zum Teil finde ich hier diese rosa Horror oder so. Da denke ich mir so, ja, okay. Das könnte natürlich besser werden, wenn halt die komplette Karte draußen ist, wenn du die anderen Fraktionen halt noch wählen kannst. Ne? Dann glaube ich, wird es ein bisschen besser. Ja, safe. Ich spiele dann auch wieder die anderen Fraktionen. Ja. Ich spiele wieder meine Vampire. Money von Karstein. Nee, und Mods, Micha, ne? Wenn die reskinned werden, dann wirst du sehen. Dann werden die auf einmal wieder. September? Wie hast denn das ausgegraben, Endkapper? Also seitdem habe ich mindestens schon zweimal die ganzen überarbeitet. Wie ist das denn möglich, dass da auf einmal noch der September-Gift Zeug? Ist denn das mit den Maps heute? Auf jeden Fall, and one Capper, danke dir für deine verschenkten Abonnements. Danke, danke. An den Dalmatinski, an den Rexbex89, an Stefan038920. Meine Güte, gibt's viel Stefans auf Twitch. Und dann auch an den Kanne2k und Inferno0355. Ne? Infernos gibt's schon mal ein bisschen weniger als Stefans. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Menschheit. Ich danke dir, ja, für deine 5 verschenkten Abonnements. Und moin moin. Muss ich mal nachher mal reingucken, wie du geschafft hast, das zu triggern. Wahrscheinlich irgend so ein komisches Mittelding, irgendeine Besonderheit. Wahrscheinlich habe ich ein normales Subs verschenken hingekriegt und dann in dieser Abstufung, ab einer gewissen Stufe dann wieder ja und irgendeine dazwischen habe ich vergessen oder irgendwie sowas. Ja, also. Warst du schon mal beim Chaos? Nee, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und das ist auch mega komisch. Es öffnen sich dann halt so Risse in der Weltkarte, da kannst du dann reinsteigen. Ja, genau. Oder halt irgendwie schließen und dann kämpfst du. Dann war ich ja drinne, konnte mich aber nicht bewegen. Okay. Und konnte nichts machen. Also entweder. Also Linus hat schon ein paar Stündchen mehr gespielt und der hat mir das irgendwie so erklärt, wenn du halt in diese Risse dann reingehst, in diese Chaosrisse, dann kämpfst du dich quasi durch diese einzelnen Dimensionen immer durch mit deiner Armee und es wird halt mit jedem Mal schwerer. Ja, genau, aber ich konnte mich nicht also ich konnte nicht angreifen. Ich war auf dieser ersten Ebene, konnte mich nicht bewegen und konnte nichts machen, einfach nur. Außer zu kreisen. Ja, vielleicht sehen wir es ja nachher. Also ich habe es ja noch nicht gespielt, ne? Also wir sind nur quasi, die haben so weit gestern gespielt, bis die ersten Risse gekommen sind und die habe ich dann geschlossen. Ja, sollte man auch machen, wenn man keinen Bock drauf hat. Nee, ich hatte an zwei Ecken Probleme mit anderen Fraktionen, ich hatte nur eine Armee, als ob ich die jetzt da in so einen Chaos-Riss reinschmeiße. Ich meine, wir wissen alle, Loch ist Loch, aber in dem Fall musst du halt ein bisschen vorsichtiger sein. Also Chaos-Loch, ich weiß auch nicht, klingt jetzt ungeil. Danke. Nochmal, Antoine Kappa, für deine verfünften verschenkten Abonnements. Danke, danke. Danke nochmal. Wen hast du denn dieses Mal bestellt? Over den Sailor, MK Berli 1973, den Zahn, ja. Und der Tennessee 88, ja. Danke, danke. Für jetzt schon 10 verschenkte Abonnementes. Danke, danke. Hast du nicht gesagt? Klar habe ich es gesagt. Die Väter von heute. Ja. Das muss halt auch mal sein. Und auch Laser-Sniper. Ich habe zu danken, der Tennessee. Für den Verschenkster. Ich vor allen Dingen. Ja, deswegen. Danke, danke, danke. Nochmal Antoine Kapper. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin schon ziemlich hart angefixt. Ich war gestern ultra fertig. Also wirklich richtig fertig. Ich saß so um 20, 21 Uhr saß ich vor dem PC und dachte mir, Gott, ich will eigentlich nur schlafen. Ich will eigentlich nur schlafen. Aber ich wollte wenigstens mal so ein, zwei Stündchen mir das mal so ein bisschen angucken. Mhm. Ja, also ist okay. Und ich glaube, ich brauche auf jeden Fall nochmal. Also, eine Zeit lang, um da reinzufinden. Ich denke mal, ein großer Teil werde ich mit dir deiner Bedenken werden,
hinweggeblasen sein, wenn der Workshop dann aktiviert wird und halt Mortal Empires kommt, die große Kampagnenmap. Ja gut, ich habe auch keine Bedenken. Ich finde es ein bisschen abgedreht, aber ist okay. Ja, aber das fand ich bei Warhammer 1 und Warhammer 2, also Total War Warhammer 1 und 2, dachte ich das damals jedes Mal auch am Anfang, oh Gott, was ist das hier? Aber dann irgendwann gewöhnst du sich so ein bisschen dran und dann ist irgendwie okay. Auch wenn ich schon ganz gerne wieder meine Germanen und meine Slaven und alles spielen würde. Oh. Ich hab hier das Haus der Häuser gefunden. Hier ist ein Karabiner drin, ne? M16? In der Küche. Oh, okay. Karabiner. Und eine SLR. Die könntest du mal mitnehmen für vor Ort. Der spielt doch gar keine SLR mehr. Ja, aber der spielt irgendwas. Wenn ich schon was gebe, spielt er das schon. Scheißegal, was ich spiele, kommt sowieso nichts raus. Ey, du hast voll gut gespielt hast letztes Mal. Ja, hast du wirklich. Mhm. Nice, also. Man muss auch mal loben können, ne? Tja, guck mal. So ein Trottel bist du gar nicht. Kriegst du eine Vektor-Fan? Gerne. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. So ein Trottel bist du gar nicht. Wir haben ja Wetten abgeschlossen. Aber so schlimm bist du gar nicht. Tja. Bist du schon so zeitig wach eigentlich? Ja, ich bin sehr beeindruckt. Ich meine, ich find's auch witzig, aber das Lachen tut noch weh in meinem Gesicht. Ja, ich habe Kuchen gegessen. Oh, jetzt bin ich hell. Danke auch, Russia, für dein Prime-Abonnement. Danke für 7 satte Tage Prime-Abo. Hast du eigentlich noch ein bisschen Sima einstecken, Max? Oder hast du die liegen lassen? Nee, ich hab dir ein bisschen was rausgelegt. Ungefähr die Hälfte. Achso, danke. Da war ich schon weg. Hast du noch 9er? Ja klar, leg ich hier hin. Da wollen wir weiter? Ja klar. Ja klar. Aber ich die Drops nicht aktiv hab. Keine Ahnung, hab's vergessen. Spiel bei Custom-Server dort? Nee, in der Twitch-Drops. Achso. Aber... Ach, moin Zani erstmal nebenbei hier noch, ne? Ja, hab ich auch gesehen, hab ich gesehen. Moin. Willkommen aus der PUBG-Welt rein in die EFT-Welt. Moin, Meinzelmark. Ja, keine Ahnung. Eigentlich müssten sie auch sogar aktiv sein. Eigentlich habe ich, glaube ich, eigentlich alles so verknüpft und verkoppelt. Ich weiß gar nicht. Eigentlich müssten die von selbst immer wieder aktiv sein. Willst du da noch hochfahren? Das ist eine gute Frage. Das ist ein sehr guter Einwand. Ich sag nee. Denke ich aber auch. Eigentlich muss man fairerweise auch sagen, dass mit dem letzten Update hier mit den 5-6 GB, die irgendwie gefühlt nur irgendwelche Skins gewandert sind. Ja, ich habe immer mal wieder überlegt, ja meinen Creator-Code ja irgendwie mal zu nutzen. Das letzte Update hatte auf jeden Fall schon wieder, das Ding erstmal wieder so ein bisschen verhagelt, muss ich ja sagen. Es gibt die MK jetzt überall, oder? Ja, genau, die MK12, also die 5. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Das sind die 5-6 GB gewesen. Ja, ich hatte nur kurz Zeit reinzuschauen. Loot! Oh. Bist du vom Stuhl gefallen? Formt? Uiuiui, ja. Was ist alles Loot? Alles gut, kurz niesen. Achso! Ich dachte, jetzt schlägt's 13. Naja, ich dachte auch, das war's. Das dachte ich gestern Abend. Gerade als wir ihn lieb gewonnen haben, verlässt er uns schon wieder. Was war denn gestern Abend? Vorgestern Abend. Kann man das hier fragen? Oder kannst du das wieder antworten? Ich glaube, das ist zu zeitig dafür. Okay. Ich habe mir so einen Vibrationsstab bestellt, ja. Es ist ungefähr okay. Genau das, was man sich darunter vorstellt. Da drauf. Sechs Leben eingeschlafen. Ja, man muss ja auch mal was Neues wagen, ne? Auf jeden Fall, ja, kein Scheiß. Also hier, weil ich so mit meinen Schultern immer so Probleme habe. Und da gibt's halt diese Vibrationsstäbe, die da halt auf den Muskel aufsetzt und dann, ne? Absetzt. Vibrieren die halt und damit lockerst du sozusagen Muskelverspannungen. Es ist so schwer,
da einen zu finden, der kein Vibrator ist. Das ist kein Scheiß, weil die haben alle teilweise Fake, also nicht direkt Fake, aber so Beschriftungen, dass es erstmal klingt, als wäre es kein Vibrator. Ist es aber. Das ist so witzig. Dann liest du die Rezension los und dann steht da sowas drin wie, na komm, sind wir mal ehrlich, wir wissen alle, für was man das Teil eigentlich benutzt. Und denkst du, nein, ich will wirklich nur einen Teil für meine Schultern haben. Ich war mir nicht sicher, ich bin mir selbst jetzt nicht sicher, ob ich mir eigentlich einen Vibrator bestellt habe, anstatt wirklich so ein Muskelheilding. Kein Scheiß. Oh, warte mal, hier können wir reingucken. Kein Scheiß. Die sind doch inzwischen recht verbreitet, diese Pistolen, so diese Massagepistolen. Ja, genau, sowas in etwa. Aber das war halt als Stab und nicht als Pistole, weil die Pistolen kosten vielleicht 100 Euro und die Dinger hat jetzt so 30, 40 Euro gekostet. Ich hab ein Kombi für die Vektor. Ich hab mittlerweile in meiner linken Schulter, jetzt gerade nach dem Konsolenspiel, weil ich dann irgendwie mal mit so gepressten Schultern ein bisschen sitze. Eieiei, also ich habe bei meiner linken Schulter echt einen Stein da in den Muskeln drin. Das ist nicht mehr feierlich. Ich habe so ein bisschen was bei mir im Haus unten reingelegt. Hier oben bei mir ist noch eine Bison mit ein bisschen Neuner. Oh, die Bison würde ich sogar echt nehmen. Griff bräuchte ich auch noch. Das habe ich nicht. Hier ist ein. Ja, ne, Zweierhelm. Leg dir mal den Kombi dazu. Mach es. Ich sag Dankeschön. Habt ihr Visiere? Was soll man? Visiere? Nö. Oh Gott, ich sehe gerade, ich habe nicht mal Nahkampfvisier dabei. Da ist irgendwas schief gelaufen. Dann komm mal her. Für den Karabiner habe ich schon 6 von hier. Oh, nice. Du meinst für meine Bison? Nee. Kein Fall. Aber ich habe auch ein bisschen was für euch, ne? Also kommt ruhig mal zusammen. Zack. Zack, 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 zackedi, 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 zack. Ja, jetzt sagen wir, gehen wir weiter und dann geht das schon. Was passiert, wenn man Eltern wird? Ja, also keine Ahnung, ist halt wirklich hart. Das ist schon nicht so geil, deswegen irgendwie muss da jetzt mal ein bisschen gegengesteuert werden. Aber die haben echt Tränen gelacht gestern bei den Rezensionen. Ich habe mir ein paar angeschaut und die wurden immer wirklich als reiner Massagestab und so vertrieben. Oh. Dann liest du die. Was denn? Meine Mini ist weg! Sollen wir noch zurückfahren? Was ist die weg? Das Netze. Wahrscheinlich hat er eine Vektor mitgenommen oder so. Nee, gar nichts. Die ist weg. Ich habe doch eben noch nachgeladen, beide Waffen. Du wirst ja jetzt eh die MK12 spielen, oder? Nee. Nicht? Kommst du darauf? Also, ich würde die MK12 spielen, glaube ich, eher. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja keinen Grund mehr, jetzt die Mini zu spielen. Wenn es jetzt die MK... Die Mini ist wesentlich stabiler als die MK12. Krass, ja? Und du kannst da aber noch einen Griff reinmachen, glaube ich, ne, bei der MK12. Ist weg. Vielleicht hat jemand anderes sie mitgenommen. Die hatten wir doch getauscht nochmal hier unten, ne? Nee, in dem anderen Haus, ne? Hier hinten links. Ja, genau, hier drin. Liegt die hier? Nee, ist weg. Badam! Willst du dafür noch ein Eiermagazin, Micha, als kleinen Ausgleich? Aber wer hat denn die Scar gehabt? Wer hat denn die Scar da hingelegt? Die lag gleich die ganze Zeit. Okay. Hab ich die aus dem Auto rausgeschmissen, als wir rübergefahren sind? Wieso solltest du eine Waffe rausschmeißen? Ich weiß es nicht. Also versehe ich irgendwie, dass ich drauf... Oh, das Spiel ist weg. Er rennt zum Wasser! Wir verlieren ihn! Wir verlieren ihn! Ah, die Brücke hält ihn auf. Ja. Was für ein Scheiß, ey. Blockier ihn, blockier ihn! Ja, ich versuch's doch schon. Er ist zu schnell. Liegt aber auch echt ein Tempo an Tag. Und gewichen ist er auch noch. Jetzt müssten wir eigentlich Rocky-Musik einspielen und so neben ihm herfahren. Guck mal, der will zu dem Gelände da. Der will zum Loot. Der ist gar nicht rausgeflogen. Ja. Sag mal, hat heute jemand irgendwie Geburtstag? Wir müssen irgendwie singen? Ich weiß nicht. Ich hab noch nicht gemacht. Sag mir an. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ah, jetzt wieder nach. Mann, jetzt hab ich's endlich hingekriegt. Kannst du noch ein bisschen weiterlaufen, Micha? Ja, mach ich. Jetzt ist zu spät. Mach doch ab und zu ein bisschen Gymnastik. Ja, ich war ja schon bei der Physio und alles. Ich habe eigentlich so einen gewissen Plan dafür, was ich machen muss. Ich habe so abends und für morgen so komische Lockerungen und Dehnübungen.
So, dann so ein bisschen Bodenspiel. Aber. Ja. Bin ich jetzt bisher rübergelaufen oder was? Ja. Bisschen mit dir mitgeflogen. Ich fahr nochmal zurück. Ich such mal nach meiner Mini. Schnappt ihr doch erstmal die SKS? Die kann doch nicht auf der Brücke liegen. Weiter sind wir nicht gefahren. Naja, wenn du irgendwelche in Disco hattest, ne, kannst du dann also irgendwann anderen mal rausgeflogen ist. Danke auch Martin für dein Prime-Abonnement. Danke, danke. Ja, sag doch mal, jetzt bin ich neugierig, Micha. Wen müssen wir denn gratulieren? Ja, vielleicht meldet sich gleich jemand im Chat und sagt, hallo, ich hab Geburtstag. Mama? Aha. Ja, so ähnlich. Ja. Ist er nicht? Papa? Hier ist er nicht. Ja, das kann ja nicht sein. Das ist mir noch nie passiert. Ja, das passiert haben wir schon öfter irgendwann gehört. Genau. Irgendwann passiert das. Ist so, wenn man älter wird. Nicht. Wo ist denn die SKS? Oben im Garagenhaus oder was? Genau. Ich bring dir gleich noch ein Bankpolster dazu mit. Scheiße, ey. Ja, jetzt sag doch mal. Ja, guck doch mal in den Chat rein. Du, Anja. Schau mal in den Chat. Du, Anja! Der Swepper? Ich sehe den Swepper oben in der Höhle. Leg das Bankpolster auf die Treppe. Finde ich das bei Events? Nee, keine Events. Lava-Ecke. Lava-Ecke. Natürlich hast du es liegen lassen wieder. Das stimmt. Was? Holzstück hast du mich genannt? Ich hab gesagt, natürlich hast du es wieder liegen lassen. Ja, alles Liebe zum Geburtstag, Kai. Ich steig ein. Na dann, ölt mal eure Stimmen. Legen wir nochmal los. Wir hatten. Kai. Ja. Nee. Fragen, ja. Also. Hast du noch einen Text drauf, Micha? Oh, nee, ich krieg das nicht hin. Das ist falsches Lied, Max. Das ist ein falsches Lied. Kennst du es vor Ort am Fenster heute Morgen? Da piepst es ohne Sorgen. Kennst nee, du leider das? Nicht. Ja, ja klar kennt er das. Der letzte. Ja, ich hab für mich gesungen. Sing einfach ein bisschen mit. Mach den Bass. Am Fenster okay. Heute ja. Morgen. Ja, da piepst es ohne Sorgen. Die Spatzen und die Meisen. Ja, was soll das denn heißen? Die Anja hat Geburtstag. Ja, das weiß ich ganz genau. Ich weiß nicht, ob ich es weitergebe. Happy Birthday to you. Wo ist der Bass? Ich hab kurz gemacht, aber dann war zu doll. Meine Stimmbänder waren dann zerkratzt. Eigentlich müssen wir uns den Text nochmal raussuchen. Ich finde den Text, den sollten wir ab jetzt immer nutzen. Aber die letzten ein, zwei Sätze fehlen mir. Kannst du den nicht einspielen lassen oder ja, ist das irgendwie müssen, was? Wir müssen den live singen. Oder man was muss das Geld mal schön aufsetzen hier in ein Geburtstagsständchen. Und dann spielst du es einfach immer ab. Compi AR, Nestle Air ist hier auch noch drin. Ich hätte gerne Mini. Nee. Naja, ich guck mal. Gerne, Frau Anja, gerne. Können wir her, gut und auch nochmal machen, ist kein Problem. Wir singen ja alle gern hier. Das Zeugs, was du angesagt hast, da. Irgendwo so ein bisschen. Ist so ein bisschen neuner, Max, wenn du da noch was brauchst. Ja, ein bisschen was würde ich noch nehmen. Hier drin, in der. Scheiß Hüde. Yes. Wollen wir zu den Schüssen? Nicht? Hier ist eine Menge Rauch. Die sind voll im Fight, ne? Also wir könnten da schnell hin und ein bisschen mitmachen. Moin auf die Schweiz. Danke auch Markus A. für dein Prime-Abo. Danke, danke. Auch schon 5 Monate. Dankeschön. Hab's gesehen. Wir waren nur mit Singen beschäftigt. Ja, ich muss mal gucken. Wir müssen es eigentlich mal wirklich... Ich werde mir das in irgendeine Textfile legen und einfach auf den Discord klatschen. Für solche Momente. 10 Energies, falls ihr was wollt. Keine Ahnung, wo die herkommen. Wahrscheinlich hast du die eingetauscht gegen meinen Mini. Seht ihr, da oben sind noch dabei.
Wollen wir voll reinfahren oder was sagt er? Ja, fahr rein. Anders wird's nicht gehen, ja. Einer ist genockt oben. Ja, ja, ich fahr doch nicht ganz so doll rein. Ich fahr hier. Nee, außerhalb. Nein, außerhalb noch einer? Ja, ist ein anderes Team. Ja, ein Team ist down, aber außerhalb ist noch was. Ja, ja, ich wollte nur sagen, das war's, das eine Team. Ein Feld wurde noch geschossen. Den siehst du nicht, der ist hinter Rich. Nicht, dass er nach rechts um weggelaufen ist. Ja, ist er auch. Das war meine. Sehen. Okay, ist nicht weit weg. Okay, ich kann es nicht markieren wieder. Ist wieder umgestellt alles. Er läuft nach rechts. Hat einen Hit. Da ist noch einer. Okay, den hab ich nicht gesehen. Okay. Ja, ja, es sind wirklich zwei. Nicht gut. Der ist jetzt bei mir. Ich gehe unterhalb zu Micha. Der ist bei mir. Moin, Pyro Flashlight. Willkommen zurück. Also einer von den beiden ist bei mir. Das ist der Schütze, der Sniper-Schütze. Warte, ich bin AFK. Hinter uns, Max. Wir haben noch beschossen, ja. Ich gehe weg, ich gehe runter. Wollen wir abhauen mit dem Auto? Die schon jetzt ganz gerne noch haben, die beiden. Ich sehe sie laufen. Haben wir daneben geballert. Sind jetzt beide in Deckung am Stein 235. Mhm, einer zeigt sich rechts. Geht nach links wieder. Der zweite muss laufen. Ich verreiß noch ordentlich. Auf der Mate wird weiter nach rechts laufen. Der wird dir gleich in die Seite schießen von rechts. Den werden wir auch schon abgefangen jetzt, ne? Er hat noch einen Karabinertreffer bekommen. Der muss sich eigentlich heilen. Läuft parallel zu uns mit, nach unten. Also einer muss sich heilen. Der Karabinertreffer, der sitzt eigentlich. Also der zeigt schon. Lauf ein bisschen weiter nach rechts. Von oben. Lauf ein bisschen weiter nach rechts, ja. Du läufst viel zu nah an den links mit dran. Unten ist auch besetzt. Shit. Spielbereich einer. Einer läuft links vor uns. Sehen. Da ist ein Moped und das brauchen wir. Außerhalb noch Rauch? Kannst du noch Rauch schmeißen? Ich hab gar nichts mehr. Na dann mal los. Alter. Hat er dich getroffen? Aber voll. Aber ich sehe ihn nicht. So fährt das rückwärts ist Moped, was soll denn das? Willst du hier bleiben? Ne. Nee, natürlich nicht. Deswegen wollte ich das Moped haben. Nicht getroffen. Das war übrigens mein Helm.
Nicht so gut gelaufen. Aber geht, geht, geht. Hast du noch Koffer oder sowas? 10 Verbände. Brauchst du, ja? Ich habe 5 Verbände. Also ja, so ein, zwei würde ich tatsächlich noch nehmen. Ich leg da noch ein bisschen Buffer aus. Toll, ohne Helm jetzt hier am Ende noch zu fighten. Geil. Hinter uns und die werden auch zu uns kommen müssen. Eigentlich müssen wir uns um die erstmal kümmern. Dann machen wir mal. Panzer links. Nate von dir? Stimmt nicht mit dem. Hab schon wieder vergessen, dass sie im Squad unterwegs sind. Oh, der lebt sogar noch, minimal. Jetzt wird der außerhalb genockt. Oh, wie schön, wie schön. Scheiße, ich war gemutet, ich hab die ganze Zeit mit dir gesprochen. Aber sein Einmeld kriegt es sogar noch hoch. Witzig, dass sie da ausgestiegen sind am Panzer. Natürlich mussten wir genau kurz vorher noch auf die ballern, die da draußen außerhalb laufen. Wisst ihr noch, wie die Einstellung für die 3D-Markierung heißt? Oh Gott. In dem Keybinding? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Bei mir nämlich immer weg bei der neuen. Guck mal schnell. Na gut, jetzt nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich guck gleich, auch während wir im Dings sind. Achso, ja. So, dann gucken wir doch mal rein. Was haben wir denn hier? Einstellungen. Taschenbelegung. Gehen, sprinten, interagieren. Automatisch rennen. Tag. Zielen ADS, nein. Nee, das ist auf jeden Fall nicht eingänglich, so vom Wording. Nee, werfen, Gegenstand, Fahrzeug, Motorrad, Mode, Gleide, Schwimmen, BO, Geschoss. Schnellmarkierung ist es. Bei BO. Nee, Schnellmarkierung ist das Dingenskirchen. Oben nee, immer da, oder? Ich habe meine Einstellung auch drin. Das ist auf der linken Maustaste und alt-mittlere Maustaste. Das ist safe, ganz sicher. Wo? Bei? BO. BO heißt die Überschrift. Ist ungefähr mittig. BO? Nur da steht bei mir aber mit alt drücken. Ich krieg das aber ohne alt hin. Ja, deswegen habe ich die zweite genommen mit linker Maustaste. Wenn ich schieße, markiere ich automatisch. Steht BO, ich habe nur die dann, ausgewählt? Und dann Schnellmarkierung, Micha. Nö. Nee. Nee, würde ich auch nicht sagen. Das ist die Kompass-Dings, krieg ich rein. Das ist diese Schnellmarkierung, aber nicht die 3D-Markierung. Ja, sorry, mein Fehler. Ja. Ich dachte, ihr meint die Kompass-Markierung sozusagen. Nee, ich meine wirklich die 3D. Weißt du, wo es bei mir steht? Aber das ergibt gar keinen Sinn. Warte mal, ich hat's ja gerade irgendwo. Bei mir ist es auf jeden Fall mittlere Maustaste. Punktnachrichtenrad ist das eingestellt. Ah ja, stimmt, genau, ja, jetzt hab ich's wieder, ja, genau, das war das. Natürlich, Funknachrichten! So heißt das. Ist doch eingängig. Ich hab nämlich schon mal gesucht und ich wusste, es war irgendwas Uneingängiges. Danke, die Waldfee. Hola, danke dir für dein Prime-Abonnement im 14. Monat. Und danke auch für den 15. Monat auch bei Reap Vapeur. Danke euch beiden für eure Prime-Abos. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und nochmal ein herzliches Hallöchen, ja, und Hola. Hier in der Heute-Show haben sie die
die regierende Bürgermeisterin Berlins ein bisschen verarscht. Die hat auch zu Diskotheken, hat die irgendwas am Ende gesagt, was irgendwie auch so irgendwie Amüsement-Orte oder irgendwie was ganz Witziges, ein ganz komisches Wort. Das fand ich mega geil, das will ich auf jeden Fall meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Auch sowas vollkommen Hirnrissiges. Keiner mit, ne? Nö. Doch, hinter uns noch einer. Stimmt, hinter uns links. Einer noch weit hoch. Hält die Richtung. Shooting Range geht auf jeden Fall was. Über da fliegt noch einer. Einer ist gerade gelandet. Einer springt, glaube ich, hinter uns her. Der ist noch recht weit oben. Sehen aber jetzt auch nicht mehr. Der könnte noch zur Halle oben abgegangen sein. Mal gucken. Ich sehe ihn auch nicht. Okay. Ich habe deine Mini gefunden, Micha. Sie bist dahinter, ne, geflogen. Krank. Ja, das ist der Wahnsinn. Straight in die nächste Runde. Traitor. Nein, dieses hier brauchen wir nicht. Eine UMP will ich auch nicht. Tja, also es könnte sein, dass ganz im Süden Severnis einer gelandet ist. Da, wo wir sonst normalerweise mal rumgurken. Könnte sein. Dann sehen. Ich geh mal in Shooter einer. Was denn da? Wer spielt denn nachher mit? Bei was? Bei TV? Ja. Linus? Nee. Oder? Der kann nicht. Ich hätte gerne mindestens zu dritt gespielt, um das mal so ein bisschen auszutesten. Und wer jetzt noch? Du. Wir beide. Wieso? Ach so. Ja, okay. Jetzt hast du doch keine Zeit mehr. Ein bisschen Risiko muss sein, Micha. Nice. Sonst macht das doch alles keinen Spaß. Willst du eine Bison, Max? Gerne, gerne. Was für eine Nation spielst du dann? Naja, wir müssen gucken, dass wir halt möglichst nah beieinander sind. Insofern schwierig. Ich würde am liebsten... Ich habe keine Ahnung, wer wo ist, aber das sieht man wahrscheinlich schon, wenn man so ausfällt. Ja, das sieht man. Werden wir aber alles nachher sehen. Am liebsten würde ich immer noch Kislev spielen. Die Fraktion reizt mich eigentlich so mit am meisten. Die haben gestern die beiden Chinesen genommen, weil die sehr nah beieinander sind. Und der Startpunkt, ehrlich gesagt, auch sehr geil bei denen ist zusammen. Und die spielen sich auch ganz geil. Die haben so Karawanensysteme und so ein Scheiß. So Seidenstraßenmäßig, nur dass es da irgendwie Elfenbeinstraße heißt, aber ansonsten bleibt es dabei. Aber es ist mega cool. Und die haben die große Mauer, die müssen die verteidigen gegen das Chaos und so. Das ist auch voll geil gemacht. Okay. Also ich hab noch eine Mini dabei. Das heißt, Micha, wenn du jetzt noch was dann für Ford findest. Ich hab eine SLR Ford. Ich hab schon eine MK12, danke. Die spielst du auch, oder? Die spiel ich auch, ja. Die SLR ist raus. Die kann sich sonst wohin was hinstecken. Okay. Alles klar. Disput? Nö. Ich weiß, hab's auch jetzt nicht so grad. Hat das was mit der Bürgermeisterin zu tun? Ja. Dachte ich mir fast. Max, Neuner? Muni? Neuner habe ich ein bisschen. Willst du? Neuner? Nö, geht schon. Also ja. Aber ich bräuchte halt dann noch eine Nahkampfwaffe, ne, wenn ich gleich meine Bison abgebe. SLR? Barrel? Ja, jo, sehr gut. Okay. Ist bestimmt irgendwo. Ich weiß noch nicht, ich stehe gerade vor einer. Ja, wo bist du, Max, denn? Ich kann dir eine Scar mitbringen, wenn du willst. Ja, das geht auch. Nee, die spielt er nicht. Oder eine Mutant? Stehst du auf Mutant? Hast du dich rausgeschmissen? Nö. Da. Guck mal hier. Ja. Ja, brauch ja. Nicht? Doch, nee, brauch nicht ich nicht. Aber ist okay, ich nehm's erstmal mit, dann pack ich's vielleicht auf. Ich kann's noch mitnehmen. Hä, wo ist denn jetzt die Waffe? Achso, ich krieg ja die SLR, genau, da war ja was. Achso, ja, die brauchst du eigentlich gar nicht mitnehmen. Ja, ich hab's jetzt erstmal dabei. Meine SLR ist auch komplett ausgebaut, Ford.
komplett? Mit allem? Ja, gut, kann er sich ja dann da drauf packen. Ja, deswegen nehme ich es ja trotzdem erstmal mit, weil packe ich mir halt den ganzen Scheiß wenigstens drauf. Was hast du denn vorne drauf? Mündungsfeuerdämpfer. Aber du willst ja eine Skar. Wir sind sogar drin. Den Kombi-MP hast du gesehen und hast schon einen, ja? Ja, ja. Moin, 20, Jojo. 17. Jojo. Moin, moin. Oh, meinen ersten Koffer gefunden. Will noch jemand einen Dreifach haben? Nö. Nee. Nee. Du hast schon einen auf der Bison an, Max. Ein Kompensator? Ein Dreifach hat er doch gefragt, oder? Achso, ja, auch geil, auch geil. Aber ist da ein Kompi schon drauf? Ja. Okay, dann kann ich mit den auch wegschmeißen. Wie ist es mit Vierfach? Brauchst du noch eins oder braucht überhaupt noch jemand eins? Nee, ich bin nicht am. Nee, nee. Das Einzige, was mir noch fehlen würde, ist ein Kompensator, aber auch nur Nice Drive. Und halt die M416 gegebenenfalls. Muss die Sky erstmal wiederfinden. Aber die war, glaube ich, hier irgendwo. War noch da, nee, moin. Jetzt finde ich irgendwie nur noch M16. Ich bin mir recht sicher, ich hatte eine Scar hier gehabt. Na komm her, wenn nicht, hole ich mir die Barrel, ich weiß, wo eine liegt. Nee, liegt jetzt die Bison hier? Ich hatte die hier. Nee, das geht so nicht. Wir müssen jetzt schon die Scar kriegen. Na gut, dann mach erstmal so. So, hier, da. Was schmeiß ich denn jetzt hier weg? Das war's alles. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Was hast du denn noch? Was sowas hier? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Guck's dir mal an. Das brauche ich für die Scar, ja. Einfach nicht. Für die MK. Aber hier war wirklich eine Skala, ne? Also die muss hier irgendwo sein. Wenn du noch kurz ein Sekündchen wartest, dann geht das. Ich sehe auch noch voll jung aus auf meinen Fotos für Krankenversicherung und sowas zum Beispiel alles. Weil ich da halt auch ein Foto habe, was ewig alt ist. Hier ist die Skala. Hab's gefunden. Im Diner. Aha, im Diner. Die haben mich nämlich vor kurzem wieder aufgefordert, so, ich soll mal ein neues Foto vorbeischicken. Und jetzt ist mir so aufgefallen, dass ich so gedacht, warte mal. Da bist du noch, weiß ich nicht, vielleicht so 20 oder so drauf. Aber ich finde halt immer, wenn du zu diesen komischen Stellen gehst, wo du so eine komischen Porträtfotos machen kannst dafür, das ist immer abartig teuer. Deswegen nutze ich die immer bis zum bitteren Ende. Gehst du einfach zu einem Automaten. Ich wüsste gar nicht mehr, wo es hier noch so ein Fotoautomat gibt. Bei mir darum, Kaufhaus findest du eigentlich so ein Fotoautomaten. Was? Also, gut, ich meine, ich war jetzt seit Ewigkeiten in keinem Kaufhaus mehr, ne, aber... Ja. Sicher? Hast du halt gar nicht drauf geachtet, ja. Krass. Ich wette, wenn ich Fotoapparat und einen Stadtteil eingebe. In irgendwelchen Drogeriegeschäften gibt's das auch. Kenn ich jetzt tatsächlich nicht, aber... Ja, mein Bart macht mich langsam älter. Das kommt auf der Kamera gar nicht so sehr rüber, aber in echt, sage ich euch, so langsam... Es wird halt so langsam, aber sicher zu so einem komischen Rauschebart. Ich mache echt drei Kreuze, wenn ich den Lappen da nicht mal runterrasiere. Ich habe ziemlich viel Sima weggeworfen. Ich brauche nichts. Sima? Ja. Wo hast du denn das hingeschmissen? Simon. Bei mir? Simon. Wohin? Noch hier, bei mir. Simon. Oder so. Hier ist eine Granate, die kann ich auch nicht liegen lassen. Ah, besser. Ich brauche eine Sniper. Das ist doch nicht schwer. Eine kleine Sniper. Brauchst du jetzt keine mehr? Fort? Ne, ich habe gerade hier gefunden. Ja, deswegen frage ich. Hier sind nochmal zwei Granaten. Fragen. Erster Stock? So, ich rede grundsätzlich nicht. Ja, du das ist viel zu viel, anstrengend. Aber du kommst ja auf die wichtigen Inhalte an. Da ist es nicht bei dir. Nee. Nee. Eins oder das andere. Anders geht das nicht. Ich wollte euch aber beide schon immer mal fragen, was euer Lieblingsdinosaurier ist. Velociraptor. Velociraptor. Vor Ort?
Langhals. Mit diesen ja, genau, Petri kann fliegen. Ich denke mal den mit der Abrissbirne am Schwanz dran. Wie heißt der? Ja, jetzt leider. Das war schon immer mein Vorbild. Ich hab keine Ahnung leider, wie der wir heißt, aber ich weiß, wie du meinst. Nicht von Filmen. Es ist nämlich wichtig, ja. Man muss mal die Leute nämlich ab und zu mal fragen. Jetzt, wo der bald der neue Film im Kino läuft? Nee, ich meine so generell. Ist einfach. Ich meine, ne? Man wird viel zu selten gefragt. Irgendwann, als Kind wirst du ständig gefragt, was dein Lieblingsdinosaurier ist. Aber irgendwann interessieren die Leute sich einfach nicht mehr dafür. Deswegen fand ich das mal sehr wichtig, dass ich euch beide mal frage, was eure Lieblingsdinos sind. Was meine Lieblingsfossilien sind. Meiner ist der Triceratops. Ich mag Triceratopse. Wegen den Teilhörnern? Ja, Mann. Die Dreihornstute. Da ist das Beste, was es gibt. Dreihornstute. Alter. Tja, ja. Danke, Sultan 14, danke dir für deine Witz. Wohin? Links, rechts, ne? Keine Ahnung. Danke, ja, danke. Ja, sollte nicht so offen laufen bei der Zone. Wollen wir vielleicht zum Vorort? Auto? Ich meine nur. Zwei Flugzeuge, ja. Eins fliegt hoch und eins. Drei Flugzeuge hier, aber nur eins zieht die Boys. Danke auch Xorox für dein Abonnement. Dankeschön. Schon im 18. Monat mittlerweile. Danke. Ankylosaurus heißt deiner vor Ort. Merkt ihr das? Danke, Mann. Okay, Mann. Okay. Danke. Und auch da willkommen in die EFT-Welt. Ist offen. Ja. Das ist richtig. Ist der vorhin wahrscheinlich tatsächlich abgedreht zum Vorort? Wir hätten ein Auto hier. Ganz so verkehrt. Stimmt, das Auto mal. Ja, ich würde auch sagen, wir machen uns mal. Ich glaube auch nicht, dass die noch hier drin sind. Keine Ahnung, wo die hin sind, aber ich glaube nicht, dass die hier sind. Naja, das war's halt mit der Frauenquote. Das war's halt mit der Frauenquote. Wieso? Was für Frauenquote? Da kann ich noch so viel Scham verspinnen. Das hilft heute nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Achso, wir haben doch gar nichts gemacht. Naja, wir haben nichts gemacht, ja. Und zack, war da der Kleine. Deutlich näher an der Realität, als mir lieb ist, aber ja. Komische Runde irgendwie, ne? Ja. Die Oberhalb wird geballert. Ich glaube, ich halte hier sogar mal. Oh, nee, warte, wir können noch ein bisschen. Sorry. Auto fährt. Kämpfen oben direkt am Gelände, so wie es aussieht. Nächstes Auto voraus. Es ist nur einer drin, den können wir jagen. Okay. Seit wann überlebt er das, wenn man ihn überfährt, wenn er... So. Der Joker, ich erinnere mich, der hat ja mal gesagt. Die ersten 1-2 Sekunden, wenn du jetzt genockt bist, nimmst du keinen Schaden mehr. Deswegen hat er das ausgehalten. Ja, es geht, das funktioniert irgendwie in Abstufungen. Ja, er hat mir mal den Link geschickt. Aber ich würde sagen, das gab es früher schon mal, dass man dann angefahren wurde, dann bist du erstmal Meter weit geflogen und hast trotzdem noch gelebt dadurch. Das ist was anderes. Das war einfach das Random-Prinzip von PUBG.
Ja, das tritt's gut. Ach ja, oh Gott, ich muss unbedingt dran denken, wenn ich gleich schieße, dass ich eine DMA habe. Hab ich gerade gewundert, warum ich 22 Kugeln in meinem Karabiner habe. Der rennt nach hinten weg. Gelb markiert. Die, die auf ihn schießen, rücken jetzt nach vorne. Die sind hier, hinter der Mauer. Oh, wir haben unterhalb was. Oh Gott. Muss man da drüber halten. Ich würde aber sagen, wir fahren auch schon wieder. Wir sind nämlich nicht drin. Nicht mal ansatzweise. Ich muss mir echt mal vom PUBG meine Einstellungen abspeichern per Foto. Toodies. Danke auch Snake 869 für dein Prime, aber 14 Monate lang schon. So viel langlebiges Zeug heute. Meine Güte, das ist ja der Wahnsinn. Danke, danke. Und immer noch Hallöchen. Schönen Sonntag. Damit startet ein Hype Train und ich sehe schon die ersten Hype Trainy Bits. Danke, Mr. Nicodemus. Für deine Bits. Danke, danke. Tanke ist auf jeden Fall auch was. Oh, der ist fast weg. Links Mist. Oben Tanke, ne? Da, wie gesagt, da kommt noch mal ein bisschen was dazu. Ich schau mal, ob ich hier einen Karabiner oder so finde. Good luck. Moin auch, Mel, Mark. Und danke, Frau Anja, für die Bits. Party 100. Party 100, genau. Hey, danke, der gemeine Leecher. Das war ein Header. Cheer 100. Der hat geleecht. Ist ja kein Karabiner. Danke auch Damatinski für die Bits. Dankeschön. Tanke fährt. Ein rotes Auto, also maximal zwei Leute. Wir haben Innenreifen weniger. Ja. Jetzt war dann gleich los, weil. Okay, eigentlich bin ich ja ganz glücklich. Moin Moin, Damatinski, moin Moin. Ja, du musst langsam runterkommen, ne? Cheer 200 kräftig anschieben. Danke, James Bondo, für deine Bits. In der Kombination klingt das irgendwie komisch. Cheer 200 kräftig anschieben, sage ich dazu nur. Danke, danke. Moin, Duoli 2305. Stelle war gerade ein Buggy. Hinter uns kommt ein Drop hier. Oh, bitte lass es. Das ist ein echter Drop, kein Panzer. Oh, sehr gut. 15 Grad. Oh, die looten ihn sogar. Cheer 100, Cheer. Den Wahl. Danke, Damatinski, für deine Witz. Danke, danke. Schieb den Wahl. Braucht sich jetzt Micha? Links daneben, näher. Oh. Drei Hits, ey. Wir sind nicht mehr drin. Können den aber noch abwarten. Noch einer läuft außerhalb, selbe Richtung. Drei Leute also insgesamt voraus. Mhm. Aber alle gut angehittet. Ich
Sagen, die holen wir uns noch, dann fahren wir uns am Auto weiter. Ja. Wo noch Chedan? Rechts genockt. Denn an dem weißen Teil, oder? Ja. Einer kommt zurück. Wir müssen da zwei drin. Hab ihn rechts genockt, der reingelaufen ist. Jetzt noch in der Rauch. Danke auch ich, Inobsafe, Libitz. Danke, danke. Ah, jetzt dürfen sie langsam aber sich auch Probleme kriegen. Ja, wir auch. Wir haben ein Auto. Ja, ja. Aber wenn wir nicht losfahren, hilft das Auto auch nicht. Ja, aber wir müssen die noch kriegen. Ja, bin ich ganz bei dir. So, die haben jetzt so viel für die getan. Smoken sich wieder nach links. Assist? Und mich anzu. Nee, nee, ich glaube, einer lebt noch. Ja, der lebt. Läuft. Ich glaube, der fährt. Ich glaube, wir haben ihn zweimal getroffen. Ey, ey, fort! Ich glaube, das packt er trotzdem nicht. Da schon empfangen. Nice. Mann, Holly, moin. Einmal Fridoli. Richtig, richtig cool. Drift Machine. Driften und schieben. Oh, hier ist ein Vor uns Rauch. Ach so, weiter hinten. Okay. Versucht zu flankieren. Sind aber verschiedene Teams. Ich push gegen. Ich von außerhalb. Ja. Jetzt der Trigger, der hier ist noch einer oben. Ah, Dreck, Dreck, Dreck. Ja, das, für mich ist es aus. Für mich war es das. Danke, danke an alle, die am Hype-Trade teilgenommen haben. Dankeschön. Vielleicht brauchst du nochmal das Auto? Nicht unwahrscheinlich. Die sind weiter unten gewesen. Sehr aufgeteilt. Es waren am Ende drei verschiedene Positionen, von denen ich beschossen wurde. Na, guck mal. Das dürfte sein, der mich ja beschützt. Lauf weiter rechts lang. Dann hast du nochmal eine halbwegs gute Kante. Der hat mich auch erwischt. Und der stirbt. Na, der hätte es eh nicht mehr reingeschafft. Ja, vielleicht, ne? Ich meine, wenn du es gar nicht mehr reinschaffst, dann ne, baller ich ja ganz gerne auch noch mal ein bisschen in der Gegend rum. Tja, ja. So ist es. So ist es. Da machst du nix. Es war aber auch eine sehr strange Runde, sage ich euch. Sehr strange. Die war auch nicht strange, ja. Ich geh jetzt Mittagessen. Viel Spaß, Männers.
Alles klar, macht der. Schönen Sonntag. Tschüss. Viel ciao, ciao. Spaß, guten Hunger. Danke. Grüß schön. Machst du nachher mit? Nee, ich gehe heute Abend ins Kino, also es wird nix. Du kannst absagen, kein Problem. Kannst du nicht einen Notebook mitnehmen ins Kino? So werde ich es machen. Die haben sicher WLAN oder so, ist doch gar kein Problem. Er wird einfach mal ein bisschen länger heute machen müssen, dann schaffe ich es noch. Na gut, dann lass dich ja schmecken. Grüß mit den Koketten. Ja, genau. Macht's gut. Ciao. Oh, der Essen klingt gut. Mach's gut, Max. Ja, ich hätte sogar auch ein bisschen Hunger, obwohl ich sogar gefrühstückt habe vorher. Ne? Naja. Ja, mein Vater kam mit Kuchen an. Jetzt habe ich den Kuchen gegessen und jetzt habe ich Hunger. Was gab's denn für Kuchen? Ach, so ein 0815 Streusel mit Pudding drin und Kirschen. Ich mag 0815 Blechkuchen mit Streusel. Ja, ich finde die von den Instant-Bäckereien, das schmeckt halt irgendwie alles so mehr oder weniger gleich. Ja, ist es auch. Aber es ist trotzdem lecker. Also, frisches Gebäck und frisches süßes Gebäck ist halt nun mal toll. Also, ja. Ist halt so. Kann man schon mal machen. Sag mal, kann es sein, dass wir jetzt aktuell nur noch zwei Maps haben, die wir spielen in der jetzigen Rotation? Miramar, Erangel. Und? Karakin. Nee. Sanok meint natürlich. Zeigt dann uns das hier gar nicht mehr mal an, zufällige Map? Nö. Okay, krass. Alles klar. Taigo halt ein bisschen halt so, ne? Hä? Taigo? Ach so, ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ja, also so zweieinhalb Maps haben wir momentan. Geil. Das ist natürlich hart. Wir brauchen wie Candy wieder. Aber dass wir weder wie Candy noch Paramo haben, das ist halt echt ein bisschen scheiße. Ja, das sind halt immer die austauschbaren Maps. Ja, die sollen halt Karakin. Gibt's ja nie gleichzeitig. Ja, die sollen halt Karakin. Wer will das schon? Soll ich so einen extra Arcade-Modus bauen, dann sollen sie meinetwegen Karakin immer laufen lassen und mit Haven zusammen oder so ein Scheiß. Und dann ist irgendwie okay, aber. Ja, bin ich auch dafür. Welcher vernünftige Mensch nimmt denn wie Candy bitte raus? Oder halt immer noch alle Maps rein, ein Upvote und gut ist. Mhm. Oder einfach immer alle Maps drin, ne? Und du kannst halt am Anfang einmal auswählen, große Maps, kleine Maps zum Beispiel. Wo wir, ich glaube, in der Variante wahrscheinlich dann. Hi, Xaros. Ach, ich war gemutet. Hallo. Moin. Hast du vor Ort abgewartet, echt? Sagst du? War der eben hier? Talent hat er, Talent. Nein, ehrlich nicht. Ja, ich habe gerade geguckt, dass ihr zu zweit seid und habe gedacht, ja, ich komme mal rein. Ich habe gewartet, dass ihr zu zweit seid, dann bin ich rein. Das ist anders, als ich gesagt habe. Ach ja, so. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber in der Fassung würden wir wahrscheinlich ja nie wieder Paramo spielen zum Beispiel. Weil es so viele kleine Maps gibt, die wir nicht spielen wollen, da würden wir uns auch niemals drauf einlassen. Ja, deswegen würde ich ja sagen, ein Upvote und ab die Post. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich die sinnvollste Variante, ja. Glaube ich. Der spielt schon, der Xaros. Nee. Okay, jetzt nicht mehr. Ich kann dich nicht einladen. Jetzt. Ja, ihr müsst ja erstmal starten. Ihr seid ja so schnell. Ja. Der hat uns gesniped letzte Runde. Jetzt ist es raus. Deswegen ist er jetzt auch da. Der weiß nicht ganz genau Bescheid. Das war der Typ gerade noch außerhalb der Zone, der uns in den Rücken geschossen hatte. Mit seinem anonymen Zweitaccount. Xaros 69. Wieder. Ach ja. War Xaros bei dir auch abgehackt gerade? Ja. Okay, Xaros, dann haben wir nicht gehört, was du gesagt hast. Ich glaube, er ist kurz weg. Ich bin da. Hallo, Hallöle. Ja. Ich höre euch auch. Ja, geil. Tut mir leid, dass ich jetzt auf Sanok gelandet bin hier. Keine Sorge. Da kommt man auch ganz schnell wieder raus. Das stimmt. Döner. Ich hatte Döner. Ich hatte Frühstücksdöner. Wir waren nämlich am Samstag auf dem Markt, aber den hatten die abgesagt, weil es ja noch so windig war. Und das war ein bisschen doof. Aber der Döner-Dude, der hatte Schon... Bis gleich.
Ja gut, in dem Kontext klingt meine Geschichte jetzt irgendwie ein bisschen, als wäre sie langweilig. Aber... Spannend. Ja, ist das, ja. Jetzt aus dem Wink, jetzt erzähl so. Auf jeden Fall war halt der Markt, der war, die hatten halt alle dicht. Und dann hatte ich aber trotzdem Hunger und dann sind wir zum Döner-Dude und der hatte tatsächlich auch schon offen. Und das war ziemlich geil, weil normalerweise kriege ich da nur noch immer Wabbelfleisch, weil die sich nicht mehr die Muße nehmen und da ne, das Fleisch schön kross machen, bevor du es bekommst. Aber da die gerade angefangen haben und der richtig eingeheizt hat, den Spieß, habe ich nur krosses Fleisch gekriegt. Das war der leckerste Standarddöner sozusagen, den ich seit Ewigkeiten gegessen habe. Das glaube ich. Ich habe mir voll reingezogen, einen ganzen Dürüm. So sieht's aus. Ist der Berliner Döner nicht auch noch irgendwie speziell? Kommt drauf an. Im Vergleich zu den anderen, die sich Döner nennen, habe ich mal gehört. Also ich bin ja aus, ich komme ja aus Köln, ne? Da ist halt, ja, ist halt Döner, ne? Ja, also es, ursprünglich war es halt so, dass der Standarddöner, die hatten halt alle irgendwie mal die gleichen Soßen. Alleine deswegen haben die eigentlich im Schnitt irgendwie immer relativ gleich geschmeckt. Das war halt so ein typischer Geschmack mehr oder minder und fast wie wenn du zu Mc's irgendwo gehst und das gleich schmeckt. So konntest du in Berlin eigentlich fast überall rangehen und solange es so ein Standarddöner war und die jetzt nicht angefangen haben großartig zu experimentieren, hat er tatsächlich immer relativ ähnlich geschmeckt und immer gut. Ja? Also nie sehr gut, aber gut. Okay. So, das ist so das Ding. Ansonsten, ich glaube so eine Eigenart ist halt, im Dürüm-Döner ist bei uns sind Pommes mit drin. Ist der Micha da? Ich bin da, ja. Oh, ist gut. Achso. War natürlich Pommes? Ja. Ja, Pommes im Döner? Ja, genau. Im Dürüm-Döner kommt Pommes mit rein. Ist voll geil. Ah, das glaube ich. Du hast einfach noch zusätzlich Fett und Kohlenhydrate drin. Aber ihr unterscheidet auch zwischen Dürüm und Lamaçun, oder? Also ja, türkische Lamaçun, Pizza genau. Sozusagen. Ja, ja. Ja, okay. Da kommt aber keine Pommes rein. Nö. Oder, okay. Also so wie da das kommt halt Hackfleisch gerne. Mit rein. Ja, genau. Backkartoffel. Ja, richtig geile Backkartoffel. Drei Ofenkartoffeln. Ja, mit Aluminiumfolie dran. Oh, richtig genau. Geil, richtig geil, wie das knuspert. Nee, Kräuterquark, ein Kilo. Nee, die haben irgendwann mal haben sie angefangen, im Dürüm-Döner dann halt echt Pommes mit reinzumachen. Dann hat sich das irgendwann immer weiter verbreitet, weil es halt wirklich eigentlich eine ganz geile Sache ist. Ja, ansonsten eigentlich nicht. Also, ansonsten ist da, glaube ich, nichts so Besonderes dran. Ich glaube, es sind wirklich die Soßen, die das so eher unverwechselbarer machen. Und das gammelige Fleisch. Ja, genau. Einer geht mit. Ja. Ich sehe ihn nicht. Einer ist da hinter uns gelandet. Links von uns. Ich sehe den nicht. Ach, jetzt sehe ich ihn. Direkt. Der schafft es aber auch nicht oben drauf. Nee. Schrotflinten-Action! Der geht wahrscheinlich auf das Silo. Nee, geh ich scharf. Der hat Hits, Micha. Wo ist er? An dem Rondell. Yo. Was wollte ich noch sagen? Also einer war ja irgendwie, habt ihr gesagt, noch hinter uns. Der könnte ja vielleicht noch mal. Ja, das Gelände. Warte, ich markier's kurz. Da. Ich sag da. Ja, okay, alles klar. Ja, kriegen wir hin. Und mittlerweile halt ne, dieser typische Gemüsedöner. Ich glaube, das ist auch eher so eine Berliner Sache. Gibt's wahrscheinlich ja mittlerweile auch überall. Halt so mit Falafel oder wie? Nee, mit das so, das quasi das gleiche wie beim normalen Döner, nur dass halt Hühnchenfleisch für genutzt wird. Und das zum normalen frischen Salat kommt noch so frittiertes Gemüse. So Paprika und meistens tatsächlich auch Kartoffeln so ein bisschen und sowas. Das kenne ich schon, aber bei uns ist halt ein Gemüsedöner mit Gemüse und nicht mit was anderem. Ja, das ist halt bei uns das Spezielle. Der eigentliche Gemüsedöner ist halt auch mit Fleisch, aber halt mit Hühnchenfleisch. Weil Hühnchen ist ja kein Fleisch, das weiß jeder. Mhm. Aber nur für ältere Leute. Also bei uns gibt es immer zweimal Fleisch zur Auswahl. Entweder Hühnchen oder halt das Klassische, glaube ich. Ne? Das Lamm, Kalb oder was das ist. Ne? Ja, so genau. Das ist bei uns jetzt mittlerweile auch relativ häufig so, dass sie echt beides machen. Und dann gibt es auch noch eine Unterscheidung zwischen Döner und Drehspieß. Nee, ich glaube, bei Drehspieß...
Ist das dasselbe? Weil ich dachte, bei Drehspieß ist da noch eine bestimmte Prozentzahl quasi Gammelfleisch dabei. Also, das kann die nennen es anders, aber. Ja, also eigentlich ist Kebab bedeutet halt, glaube ich, so wie Drehspießfleisch oder so. Das ist ganz witzig, weil es gab mal einen, der hat es dann komplett auf Deutsch übersetzt. Und dann war er an seiner Bude, hieß draußen auch dran, von wegen wie Drehspieß. Tasche oder irgendwie sowas. Und er denkt so, hä, was ist das denn? Und habe ihn gefragt und meinte, naja, das ist Kebab. Ne? Naja, was soll's. Aber halt irgendwie so. Und dann gibt's noch den klassischen Gemüsedöner, der ist dann halt quasi ohne, also das gleiche, nur ohne Hühnchenfleisch. Die sind zu zweit und kommen jetzt. Ich bin halbwegs ready. Ich habe immer schon wieder nach oben geguckt. Sind sie auf dem Hügel? Ja, die laufen jetzt aber weg. Einen hast du, sagst du? Bats. Bats. Ey, muss doch weiterschießen. Mal noch was mit Matos. Leider krieg ich es nicht mehr. Was mit dem Genockten? Krieg ich nicht mehr. Da oben noch dran, ja? Weiter im Gelände jetzt wieder, oder wie? Ja, ich hab den ungefähr hier erwischt. Ist aber über die Kante weggekabelt. Ah, oh, ja, ist die Rauchgranate. Really? Ja, ja. Ich bin ein bisschen höher als du rechts. Ich nehm unten Moped und fahr mal ins Gelände ran. Mal gucken, ob ich was sehe. Warum heißen die Leute alle anderen? Heute ist ein spezieller Tag. Sonntags treffen sich alle Unknowns und sind auf speziellen Servern unterwegs. Und wir sind halt auch Unknowns. Das heißt ja auch Player Unknowns Battlegrounds. Ja. Jetzt ergibt das alles Sinn. Sehen wieder, markiert. Bin gleich soweit. Machst du mal deine Markierung weg? Sah aus, bitte. Aber weit weg vom Gelände, Max, ne? Die hauen ab von meinem Gelände. Die kommen nicht in meine Richtung. Guck mal, orange. Hm. Da habe ich nur sehen gerade. Ja, der läuft nach hinten weg, Richtung Hacienda sozusagen. Okay. Ist doch frech. Ist jetzt ja schade. Ist ja sehr schade. Ja, finde ich auch. Danke auch Space Drum 70 und Lofte 51 und Daily Dose und Charn LKC1 und Minimum 1701. Danke euch allen für eure Follows. Moin. Ciao. Schießt du? Nee. Nee. Dann. Oh mein Gott. Ja, ich sehe sie noch. Da dran. Im Gebäude, in der Halle. Zwei Hits. Nur eine elende Faust. Ich hätte das große Ding mitnehmen sollen. Ja, sind beide drin. Das müssten die von eben gewesen sein. Ja, ja, sind so. Einer ist rausgelaufen. Schön. Das wird er gewesen sein. Ja. Lass mal ruhig liegen, Micha. Ich sehe ihn recht gut von meiner Pose. Ja, ich warte auf den anderen. Ja, genau. Der andere kommt auch. Ich sehe ihn recht gut, also. Es waren aber nie mehr als zwei. Nee. Ich glaube, jetzt kannst du sie auch rausnehmen, Saus, wenn du was brauchst. Ach, du hast den anderen auch genockt? Achso. Ja. Na gut. Ist deine Granate? Nee. Von mir waren die Granate. Ich von mir. Raus, aufpassen. Vielleicht hatte einer von denen eine Nate. Die ist aber dann quasi, aber das hat ziemlich lange gedauert, ne? Ja. Zu lange. Vielleicht doch noch einer in der Halle oben drin?
Ich höre nichts. Sieht gut aus. Ja, oben drinne. Hab ihn. So ein Sack, ey. Gerne schön. Geil, dass der sich nicht bewegt hat. Finde ich viel besser. Okay, ist ja, aber es muss hier einer sein wegen der Granate. Das hätte nicht anders sein können. Scheint heute irgendwie so der Tag der Dreier-Rucksäcke zu sein, so wie das aussieht. Ich hab keinen. Illy, hier ist noch einer. Hier ist noch einer bei dem hier. Ich hatte auch im Gelände vorhin, hatte ich einen Punkt markiert, da lagen zwei genau aufeinander und da hatte ich sogar schon einen. Hat der eine Schneibe oder so, Micha? Die hätte ich dann. Ich gehe weg, ist doch scheiße, ist doch. Ich bin noch ein bisschen Fünfer irgendwo. Fünfer kann ich dir mitbringen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ja, ich guck mal hier. Vielleicht finde ich hier auch noch was. Hier liegt ein bisschen Siebener, Fünfer liegt hier sogar noch irgendwie mit rum. Braucht noch jemand einen Kompensator AR? Ja, hätte ich einen. Jetzt habe ich Fünfer. AR später. Ja. Aber wenn Max schon was hat. Habt ihr die Vierer, habt ihr genommen oder was? Schon alle? Ich habe eins dabei, ja. Okay, gut. Ich habe einen Sechser, danke. Hat irgendwer einen Sniper, dann könnte ich Sechser abgeben. Naja. Nee. Noch nicht. Nein. Ja. Leider nein. Nee. Wollen wir mal in die Zone? Ich habe ich hab eine AK und eine VSS. Das ist ja, alles. Ist ein Sniper. Ja. Ja. Ein bisschen Kaka ist das schon. Ja, das war. Na gut, da gehen wir halt rein. Ist ja verstanden. Nicht gut. Aber noch Morali. Morali. Und zurück. Ich bin was vergessen. Er ist so ein Tick vor mir. Er bringt Glück. Aber ich liebe auch Rezensionen, gerade so zu Dönerläden oder so durchzulesen. Das ist mega geil. Gibt so tolle Sachen. Es gibt bei mir einen Gemüsedöner, der ist relativ neu noch. Also gibt es jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so. Und am Anfang haben sich Leute beschwert, dass er zu viel Fleisch reinmacht. Ja, geht gar nicht. Zu viel Soße, zu viel Fleisch. Naja, pass auf. Dann liest du so weiter die Rezension und später dann die jüngeren Rezensionen, dann steht halt, ja, ich gehe da nicht mehr hin. Früher war da immer ganz viel Fleisch drin, mittlerweile ist da mir viel zu viel Salat drin, deswegen mag ich den nicht mehr. Denkst du, yo Leute, werdet euch mal einig, ne? Ja, aber sorry, man steht auch daneben, während er das macht, also kann man doch sagen, was man haben will. Ja, keine Ahnung, aber es ist halt. Wenn man dann halt auch so zurückgeblieben ist und seinen Mund nicht aufkriegt. Der Typ, der ist völlig überfordert mit den Rezensionen. Ja, der denkt, der macht überhaupt nicht klar. Der wird sich auch gedacht haben, na danke Leute, ich mach mal noch mal was ihr wollt. Loot! Aber ich weiß, was ich mir bestelle, wenn wir hier aufhören. Wir hören nie auf heute. Prostituiert. Ach, heute ist wieder PUBG-Party. Ja, heute Abend, ja doch, stimmt, heute Abend machen wir auch noch mal PUBG. Ich hab jetzt noch eine Menge Fünfer dabei, wie sieht's denn jetzt noch aus? Brauchst du nicht mehr? Nee. Compi-MP? Nein. Ich hab immer noch den AR-Kompi. Hier wäre eine MK12. Kannst du wegschmeißen, ich hab jetzt eine DMA gefunden. Nicht die MK12 würde ich nehmen. Ich hab halt eine VSS und dann spiele ich mit der Muni, die ich jetzt auch hier habe. Ich kann dir noch einer geben. Dann brauchst du die Dings, die spielen. Ja, warte. So mach ich's. Ich spiele die VSS im Nahkampf. Wo ist denn die MK? Ist die hier oben? Bei mir, meine Markierung war doch da, oder? Ah, ja, nee, da nicht. Da, irgendwo da, ja. Ja, hab's. Ja, ich glaube, da mach ich's echt so. Dann spiel ich die VSS im Nahkampf. Wenn ihr einen Wangpolster findet, wäre noch ganz geil. Hab ich jetzt die Fünfer hingepackt? Hab ich die nicht hier rausgelegt? Hab ich die denn hingetan? Hast du rein theoretisch so einen Stapel Fünfer mitgenommen, der bei dir an der Treppe hier? Ja, hab ich. Ja. Ich hab noch 62 Schuss dabei, die ich eigentlich nicht brauche. Hier habe ich die hingeschmissen. Wie viel brauchst du? Naja, alles. So, irgendwie. Ja, das reicht. Ich lege 120 Schuss 7er raus. Auto kommt. Wenn er noch einen Griff irgendwann findet, ganz egal welchen, ne?
Hab ich dabei. Nice. Auto fährt hoch. Scheu. Zwei Autos. Ja, ich hab versehentlich mit einer ACP da geschmissen. ACP war halt noch im großen langen Haus. Da war, glaube ich, noch was drin. Ah, okay, ja. Hab schon was. Danke. Brauch jetzt noch meine Fünfer? Ja. Und den Griff hätte ich auch gerne. Moin auch Brachiades, moin. Ich sag mal danke. Und wir sollten weitergehen. Wollen wir fahren? Ja. Ja, was macht denn heute Schönes an? Ja, hast du es noch gar nicht verraten? Man munkelt ja, sie backt Kekse. Das glaube ich dir. Reise-Parate-Kekse. Bei denen sie ihren Lieblings-Content-Creator unterstützen möchte. Ja. Da freut sich der End of Blood. Vielleicht. Vielleicht. Danke, Bauer Tobi, für dein Stufe 1 Abonnement. Danke, danke. Wir sind irgendwelche hochgefahren, ne? Abos. Ja, zwei. Shift-Modus wieder rein. Danke. Eher nicht Chefs. Aber bald. Wahrscheinlich sogar nächste Woche, müsste jetzt ja gehen. Nächste Woche ist ja wieder ein bisschen mehr Zeit. Wird es dann halt immer einen Tag in der Woche geben. Oder was heißt immer, aber da mache ich auf jeden Fall Tag. Ich glaube nicht, dass ich einen festen Tag draus mache, an dem es dann quasi so eine Art Community-Matches gibt. Und nicht gegen, sondern miteinander. Das heißt, wir spielen ganz normal, so Runden wie jetzt hier auch. Und dann könnt ihr mitmachen. Kontakt. Wo? Markiert. Ja, ne? Ich sag mal so. Das ist, ja. Mhm. Wollt ihr jetzt in der Stadt kämpfen? Ich? Nö. Will nur gucken, ob ich nicht. Wenn er sich schon mal zeigt. Aber wir können auch weiterfahren jetzt, oder? Stadt ist so. Ah. Ja, ich wäre tatsächlich sogar dafür, dass wir weiterfahren. Braucht er einen Koffer? Nein! Ach, Frechheit! Aber gut. Kann ja auch so weitermachen. Wird hier einem eiskalt der Stör seine Rucksack geklaut. Dafür hab ich dir die Waffe gelassen. Die Güte. Kontakt direkt vor uns, 100 Grad auf dem nächsten Hügel. Dem hier? Nee. Dem hier? Ah, ich seh's auch. Da. War ja mindestens zwei. Einer hat einen Header. Der rechte hat einen Header. Okay. Ich will eine Sniper! Ich will, dass die umfallen, wenn sie einen Kopfschuss kassieren. Ja, dann musst du Willi nehmen. Nee, fallen die auch nicht um. Klar, wenn sie angeschlagen sind. Ja, machen sie auch mit der Pistole. Ja, nimm eine Pistole. Von mir aus. Wollen wir so umfahren? Die sind nicht drin, die sind auch nicht mehr drin.
Wir könnten uns hier irgendwo draufsetzen. Ja. Rechts an uns Auto. Was? Bin genockt. Smoker? Ich weiß nicht, von wo ich beschossen werde. Weg vom Auto. Ah, ich weiß jetzt 140. Bin gleich weg. Ich bin jeden Augenblick weg. Zu machen. Sorry. Schade. Hat sich eh nicht gelohnt mit der Waffe. Also dachte ich, Xaos wäre Max mit dem T-Shirt. Ja, Auto einsteigen? Ja. Geht es noch? Mm-mm. Nee, ne? Zu fahren? Bin schon weg. Ging auch. Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, neben uns direkt, oder? Und Schuhe. Ich glaube, irgendwas bei den Bergen voraus. Hast du noch ein bisschen Med-Stuff? Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Ich habe 4 Medikits, ein Schmerzmittel. Okay. Ja gut, dann haben wir gleich. Haben nämlich eiskalt überfahren. Unser Auto weggedrückt. Und dadurch wurde ich überfahren. Panzer. Ich laufe weiter. Ja. Ekel, Panzer. Ich habe nämlich auch wenig Muni. Ganzer Zweier haben wir nochmal. Hab ich. Leicht Panzer. Ja, das hätte eben auch besser laufen können im Auto. Ich wusste auch gar nicht genau, welche Waffe ich hatte irgendwie. Ja, eins von diesen Kranhäusern muss es sein. Auf West, Nordwest. Das eine wird jetzt geschluckt, das kann es nicht sein. Ich habe einen gesehen. Dort auch links, so wie es gesagt, auf dem Hügel links auf dem Berg. Genau, Micha, da wo du jetzt gerade hinschaust, rechts oben. Links, rechts, weiter rechts davon ist es die ich gesehen habe. Da sind zwei Teams wahrscheinlich drauf. Da habe ich einen gesehen. Ja. Bei blau und relativ weit rechts, Richtung 130, habe ich den zweiten gesehen. Ein bisschen weiter. Da ungefähr. Ich glaube nochmal. Okay. Kein Helm mehr. Oh, fuck. Ja, im Sprung, beim Drehen. Ich bin hinter gefangen. Mit der Winnie Max übrigens. Ja, die ist ja auch geil. In Sachen Vorhalten und so und ne, also. Wenn's darum geht, Vorhalten. Wenn es darum geht, die Leute zu treffen, prinzipiell ist das ganz geil. Also mit die beste Flugkurve hat. Einfach die Winnie. Fahrrad. Fährt aber durch, ne? Ja, sieht so aus, ja. Ah, hier ist der kleine Flauschi Platz. Was? Armer Flauschi. Kleiner Flauschi? Boah, Leute.
Da ist ein Bulli gewesen, den könnt ihr vielleicht nutzen. Rechts von dir, Micha. Jetzt hinter dir, rechts. Ja, klar, links, links, links. Nehmen dann. Ein Stück weit hinter mir. Naja, ich komm. Nein! Ah, die Zone dürfte auch schon wehtun, wenn sie auftrifft. Hast du einen Dingsrucksack? Ja, ja, aber der schmilzt natürlich auch in der Sonne hier. Rechts, Buggy? Fahrzeug? Mhm. Die Bergduzi fahren auch. Die sind relativ weit links. Ja, ich sehe die. Da ist noch was aus dem Haus gesprungen, Michael, links, wo du runtergeschaut hast, aus dem, was weit entfernt war. Also wenn mein Rucksack durch ist, dann war's das, glaube ich. Hab nicht mehr viel Stuff. Schaffst du noch ran? Ja, das schon, aber... Guck mal, da sind sie mich am Auto, hinterm Auto. Sehr gut, sehr gut. Müsste aber noch einer da sein. Ja. Guck mal, der läuft da, der krabbelt, der krabbelt. Wollen wir nach rechts gucken gleich? Oder sind die sehr nah? Die sind weg. Ja, nach rechts. Die müssten einen Buggy für uns haben, wenn wir sie machen. Ich grüße euch beide von Vespa Martos. Ja, ich seh... Moin. Vespa Marto. Einer knockt. Das müsste doch noch dahinter irgendwo sein. Ja, der ist da noch, hinter der Flamme. Schön. Hast du einen Licht? Ja, ja, beide down. Die hast du dich gerade selbst applaudiert? Ich dachte, das wäre deiner gewesen, weil ich habe nur eine Kugel verschossen auf den. Nee, aber an der Ridge. Oh. Ah, er legt sich nicht hin. Markiert. Ich komm nicht, kann mich nicht hinlegen, irgendwas stimmt nicht. Ich hab keine. Rauch mehr. Ja, ich. Z oder Y, vielleicht hat er die Ami-Taste umgestellt. Nee, hab ich zu mir, ich kann dir Rückendeckung geben. Feuerdeckung. Ach, jetzt macht das wieder. Noch trittfest liege. Die sind nicht mehr drin. Ich glaube, ich warte, bis die reinkommen. Du kannst ruhig schon reingehen. Ich hab noch den Rucksack an, der ist ziemlich voll. Okay. Hier ist halt echt schwierig, schwierig. Okay, die fighten. Ich renne. Der war instant. Mhm. Läuft, Micha? Kein. Ist getrennt. Da ist er. Das war's. Nice. Auf 95 habe ich zwei gesehen, die haben auch geschossen auf mich. Aber ganz am Ende der Zone. Okay. Aber wenn im Berg nicht mehr großartig was runterkommt, sollte er eigentlich ganz gut dabei. Oh, nice. Soll noch was naschen? Oh, schöne Waffe. Bisschen Auto kommt. An, ja. 100 Grad. Noch 10 außer euch. Ist noch Buffer? 4 Stück. Soll ich dir welche rauslegen? Den Dude, den du gekillt hast, Michael, den kannst du vielleicht noch gucken, der ist nicht weit weg. Dachte ich auch erst, aber hab's vermasselt, vergessen. 5 Koffer, 24 Verbände habe ich. Steckst du sonst ein bisschen was raus? Haben wir noch irgendwelche Rauch oder sowas? Nee, ne? Naja. Nee, nee. Nischt. Nischt.
Brauchst du Kompi AR? Ich hab die ja rausgelegt. Nee, hab ich alles. Alles da. So, Zone schließt sich. Können sogar noch in die Höhle reingehen, ne? Höhle? Nein, die anderen Dudes, ja, ja. Da, wo man noch manchmal spawnt, bevor die Runde losgeht. Der Höhleneingang ist vor dir links. Vor dir rechts. Oh, noch Monster. Oh, Leisure. Einer noch. Einer knockt rechts unten mit dem Gilly. Gut, 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 gut. Nimm den raus. Ja, unbedingt. Wieder ein Headshot, der mit der gelben Jacke. Schön. Warte, ich nehme mal meine Markierung weg. Ja, Leute, die laufen nach links. Einer ist nach links gelaufen zumindest. Ein bisschen in die Richtung. Zwei sind links. Links hoch. Einer ist noch hinten dran. Das wären dann fünf. Fehlen noch drei. Die könnten in der Höhle sein, aber könnten auch sonst wo sein. Die müssen da eigentlich schon fast unter euch rechts sein. Ja, die sind jetzt oben. Einer ist jetzt oben, ungefähr da. Da drüben. Nee, jetzt alle. Ja, sind auch gekocht. Ich koche nichts mehr, leider. Ah, jetzt müssen sie. Keine Granaten. Einer knockt. Noch einer knockt. Zwei knockt. Der wird ihn sofort wiederholen. Ja. Ich push die. Fuck. Direkt neben, rechts von dir jetzt. Ja, schön. Koffer, 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 schnell. Noch zwei. Hast noch Zeit. Eine cool Karte, aber. Ich wette mit euch, die sind in der Höhle drin. Ja, nichts gehört bisher. Keine Steps, ja. Nix. Die Höhle zieht nach rechts. Also, das könnte echt sein, dass sie in der Höhle drin kleben. Dann nehmt euch Koffer mit und alles. Das sind zwei Bots, die in der Höhle festgebackt sind, einfach. Koffer, 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 ganz viel Koffer. Zone trifft euch gleich. Die haben nix, die haben nix, die haben nix. Mit ein bisschen Glück, obwohl es geht eher zu um den Ding. Ja. Es könnte noch die Kante vor euch rechts sein, dass sie noch dran kleben. Der kleine Nübsken, der da noch drin ist, das könnte ausreichen, wenn die da dran stehen. Mal nach Alexander 91, moin moin. Ja, schon längst mal was machen müssen. Naja. Wäre ich vorsichtig, das gibt das schon ziemlich hartnäckige Gesellen. Jetzt habe ich was gehört. Hast du noch irgendeinen Buffer oder so? Oder machst du einfach? Ach Mann, ey. Oh shit. Ja, ich komme gar nicht da runter. Enges Ding, ey. Ich hatte keine Koffer mehr, deswegen war es eh egal. Wie viele Koffer hast du, Xaros? Ich habe drei Koffer. Na, aber bei Phase 9 muss ich mir die direkt hintereinander geben, ne? Kein Buffer mehr. Hast du Buffer? Mhm, nix. Shit.
dann glaube ich, wird es gar nicht. Dann ist es Arsch. Dann ist es, glaube ich, sehr Arsch. Naja, du wirst den Vorteil haben, dass du bis zur Mitte läufst. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht hast du durchaus Glück und die wissen nicht, dass sie sich gegenheilen können. Das klingt, als wären sie da oben dran, ne? Ja, die sind unten beide. Ja, ja, ich hab's ja gesehen. Ach ja, da war ja was. Ich erzähle mich richtig mittig. Der nächste Punkt, wo sie zusammenbricht, wird ja angezeigt. Der muss nicht mittig sein. So. Wirst du dann gleich sehen. Das dauert jetzt mal noch ein bisschen. Kannst noch Käffchen holen gehen oder so. Ich kann meine Munition leer schießen. Na? Geh mal vorne an die Kante. Nicht, dass du doch noch. Das war so, was Micha versucht hat. Die sind zu zweit. Ich würde es auf jeden Fall so machen, dass einer rauspusht. Der kommt da niemals rum. Also wenn die Zone zusammengeht, würde ich auf jeden Fall einmal einen rausschicken und, ne? Ja, haben wir, also. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Ja. Wenn du Glück hast, ziehen die unten C4 nochmal. Das ist so witzig, wenn du hier C4 hättest. Wann geht die denn los, die Phase 9? Das dauert super. Angezeigt. Ja, das dauert Ewigkeiten. Das ist einer dieser Sachen, die sie tatsächlich auch recht schimpfhaft umgesetzt haben, weil auf den anderen Map haben sie es mittlerweile. Das sind dann nur noch so 20, 25 Sekunden, dann bricht sie zusammen. Und hier ist es noch das alte klassische System und es dauert jetzt richtig lange. Gieß das mal schön. Obwohl, du hättest tanzen müssen davor oder so. Guck mal, jetzt siehst du es auf der Minimap, wo die zusammenbricht. Siehst du das? Ah ja. Genau. Und jetzt musst du einfach nur möglichst da nah dran und dann hoffen, dass es bei denen nicht im Tunnel ist und sie sich nicht gegenhalten können. Bisschen weiter rechts? Ja. Koffer, Koffer. Ah, du musst schon längst den Koffer nehmen. Ja, zu spät. Nein. Hätte, glaube ich, sogar auch ohne Buffer gereicht. Wie haben die das denn geschafft? Na gut, wir haben vielleicht alles dabei. Schade. You had one job. Das ist heute das zweite Mal schon, dass es mit Platz 2 so zu Ende gegangen ist. Ich hatte ja in unserer ersten Runde war es ja auch schon so. Aber der wusste auch, dass ich gegen halt. Das war dann so ein diesbezüglich eher so ein Battle. Schade. Ja. Aber trotzdem schön zum Zuschauen. Hab mich unterhalten gefühlt. Ja, das hat's auch gerissen am Ende, hast du es gesehen, du. Ich fühle mich ja nicht ernst genommen. Nee, war ernst gemeint. Das Team, was dann noch am Ende ankam, hast du alles. Ach so, das meinst du. Ich dachte, meinst du jetzt meine stümperhafte letzte Aktion. Ach nee, das war richtig lame. Ich war noch nie an so einer Stelle. Hier, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin tatsächlich noch nie da am letzten Punkt alleine rumgestanden. Mhm. Weil du immer erst wärst direkt. Ja, weil ich immer direkt sterbe vorne. Sag mal, könnt ihr uns mal eine Runde jetzt hier geben? Was ist das denn? Oh, es gibt so Dschungelzeug. Vielleicht kriege ich da noch irgendwas Cooles, was ich mir kaufen kann. Moin auch, Submarino. Danke dir für dein Follow. Ja, ich würde mal sagen, ne? Immer nicht, okay. Wir spielen nur echte Maps. Karakin ist keine echte Map. Wie lange mache ich das jetzt hier? Meinst du Twitch? Meinst du rumsitzen? Oder. Also um 14 Uhr legen wir los mit TV. Dann aber dann auf YouTube. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich so noch so ein Stündchen. So sieht's aus. Moin noch Power of Amidala. Moin. Und spätestens in circa 2 Wochen, dann hocke ich hier wieder alleine erstmal rum für ein paar Wochen.
Da sollte ich das am Wochenende auch wieder dann besser hinkriegen. Oder häufiger zumindest auch hinkriegen mit dem 10 Uhr auf Twitch dann Samstag, Sonntag. Was ich mir eigentlich so ausgedacht habe. Das sollte dann auch wieder mit der Boy sein. Bis ich dann halt endgültig umziehen muss. Ne? Da wird es dann wieder ein bisschen kritischer. Ach, naja. Warte mal, das war ja mir. Oh, scheiße, ich bin rausgegangen. Ja, okay, ich habe schon gedacht. Was ist los? Ich dachte, es wäre wieder Karakin. Ich habe nicht genau hingeschaut und dann. Ach, Mann. Ja, sorry. Oh, Mann. Sorry. Ich dachte wirklich, das wäre Karakin. Ich will wie Candy wieder haben. Nicht alles, was wüst ist, ist Karakin oder Brandenburg, Max. Ach, diese Wüsten sehen doch alle gleich aus. Es ist aber so geil mit Brandenburg, ne? Jetzt auch, wo wieder jetzt die ganzen Bäume umgeknickselt sind und so. Gefühlt 20 Zentimeter unter dem Meer? Meer. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Also unter der Grasnaht sozusagen. Sieht's auch wirklich einfach aus wie an einem Sandstrand. Es ist wirklich alles einfach nur Sand. Mhm. Das ist schon hart. Was ist denn das für ein Dance hier? Warte. Gibt's einen Dance? Die kenne ich gar nicht. Warte, ich will es sehen, Die kenne ich alle bis jetzt. Oder welchen meinst du? Den da. Den von mit Kapuze oder mit Cappy? Mit Kapuze. Den kenne ich, glaube ich, auch nicht. Das ist dieser dem Hundegebell zwischendurch? Nee, ich habe den Hundegebell. Ah ja. Stimmt. Oh nein, was passiert mit diesem Flugzeug? Ich weiß auch nicht. Nicht schon wieder. Mein Triebwerk brennt. Habt ihr von der Rekordhalterin mal gelesen? Es gibt irgendwie eine Frau, die ist in ihrem Leben schon 6 oder 7 Mal mit dem Flugzeug abgestürzt. Ich kenne den Typen. Der hat schon eine Pechsträhne. Auch, ja. Die ist irgendwie 6, 7 Mal innerhalb eines Jahres von der Hund von der Schippe gesprungen. Ja, da musst du dann irgendwann anfangen, Lotto zu spielen. Oder Lebensversicherungen abschließen, eins und beiden. Und wenn die Lebensversicherung mit dir ins Spiel bringen. Und du immer gewinnst. Also, im negativen Sinne, ja, für deine Verwandtschaft. Ja, wie man es halt nimmt, ja. Ich sehe einen Dude. Direkt bei uns ist einer. Ja. Und das war's? Und rechts von uns. Ne, sind 2, glaube ich. Das erinnert mich an den Papa-Witz nach dem Motto. Kurz bevor ich sterbe, kündige ich noch meine Lebensversicherung, dass auch wirklich geweint wird auf meiner Beerdigung. Eieiei. Mhm. Einer geht, glaube ich, genialer genau Schritt. Dahin, wo wir auch hingehen. Ja, ja dann. Aber der ist alleine, ich würde sagen. Der ist im Haus schon drin. Ja, wird Judel. Hab eine UMP. Lass mich mal. Yep, sehe ihn. Der ist im hinteren Teil. Der hat nur eine Pistole. Bin knocked. Ist noch was mitgesprungen? Wo ist der? Ja, auf der anderen Straßenseite. Hab ihn. Instant, ne? Ja, die waren zu zweit, ja. Oh, das kam so verzögert, dass ich dachte, du hättest den Xaros. Das hätte mich überaus traurig gemacht. Nein! Ich hab übrigens vor, ja, Xaros kann ich dir auch nur wärmstens ans Herz legen, mir so Vaterwitze zurechtzulegen, weißt du, die immer super peinlich sind. Ich google mir das und mach mir da richtig mit allem, was geht. Mhm. Und werd das volle Kanne genießen. Hast du schon eine Grillschürze, wo drauf steht, Papas Wurst ist die geilste? Ja, genau sowas brauche ich. Ich werd so einen Spaß haben. Und dein Kind wird sagen, ach du Scheiße. Ja, genau. Das wird so herrlich. Glaubst du, so lange wirst du von ihm nichts haben? Klar, er muss da durch.
Da würde ich mich ja selbst zur Adoption freigeben, muss ich ja sagen, als Kind. Darf halt nicht. Für Limo hätte ich auch ein Glas genommen, aber das ist das Apfelsaft und Wasser, Justin. Da kann man auch schon mal ein etwas größeres Glas nehmen. Er braucht Spenden. Da passt einfach viel mehr rein. Das ist einfach viel besser. Oh. Holst du mal ein ordentlich großes Glas, das geht auch. Ich hab ja große Gläser. Ja, holst du mal so schön ein Literglas. Ja, die Pötte, mit denen ich ja normalerweise trinke, die sind auch ungefähr so ein Liter. Auch die Griffe? Nö, nee, geht. Noch einer von euch ein Self-Revive-Kit? Nee, ich vergesse das eh immer. Ja, deswegen nehme ich es auch nicht mit. Hier ist wenn ich Mini, Platz habe, nehme ich es mit. Ich habe eine Mini, danke. Okay. Ich würde den nehmen. Ja? Oder lieber eine MK. Wow, ich hab schon eine MK. Nee, ich meine, hier, ne? Jennen. Kennst du Jennen? Jennen? Ich hab eine MK gefunden. Cool. Ich nehm's mit und werd's vergessen. Ganz sicher. Wir müssen eher rüber über die Brücke. So, jetzt schmeißen wir erstmal Blödsinn hier weg. Ah, passt ja noch alles aus, okay. Aber apropos Väterwitze. Ja. Weil bei Instagram gibt's so einen Typen, der holt mal seine Tochter von der Schule ab. Mit so schmutzigen Dirty Rap. Das ist auch so geil. Es beginnt mal mit I got bitches. Ich kenn das Lied. Ich kenn das Lied. Das ist so witzig. Jetzt bist du ein MP-Mager? Ah, Dreck. Ja, also, ne? Komm. Das Geile ist, das kannst du einfach auch doppelt machen. Weil die Freundin ärgern geht ja damit auch. Das muss nämlich, wenn ihr zur Kita oder so geht, zusammen seid, da kannst du die Witze dann auch bringen. Die fahren wieder. Die wollen doch nicht. Die wollen doch mit Sicherheit über unsere Brücke. Ich nicht mal zur Brücke. Habt ihr Visiere gefunden? Ich habe keinen. Ich habe ein Vierfach. Ein Dreier habe ich hier bei Blau liegen gesehen. Ja, ich habe aber kein Magazin machen. Leider gefunden. Weder MP noch AR. Oder ich habe auch nichts gefunden. Nichts Spannendes. Ja, ich habe auch nur die schnelle Wechsel. Das Trinkhorn, das nie leer wird. Das bräuchte ich tatsächlich auch. Moin, David Babbing. Klar, alles erweitert. Ein erweitert MP kann ich abgeben. Na, sehr geil. Kann wenn jemand eine MP spielt. Ja, okay. Karabiner. Ich hab eine supidupi Uzi. Danke, Teifachler Knopf. Ich brauch erstmal nix, außer einer Vektor. Sind doch hier noch. Wie, die sind noch da? Ja, habt ihr gerade geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ja, deswegen sag ich, die sind noch da. Weil sie nicht geschossen haben? Hä? Ich bin verwirrt. Die haben gerade geschossen, deswegen sagte ich, die sind noch da. Na, das sagst du. Ich hab nicht geschossen. Hier dein Magazin noch? Was hast du denn da für einen Anzug an? Den hab ich dem einen geklaut. Der erste, der hat gelb nicht ist. Mehr unter uns ist. Achso. Das sieht so nach Schlafanzug aus. Ein bisschen, ne? Aber in Schlafanzüge können schon durchaus eine ziemlich entspannte Sache sein. Habt ihr kein Auto mitgenommen? Nee, aber Schiss auf uns. Wir sind doch auf Taiego, Micha. Brauchen wir keine Autos. Haltet es noch aus, dann würde ich uns ein Auto holen. Und wo kommen die Schüsse? Ist. 115. Markierst du mal, Micha? Gelb Gelände ist besetzt. Da, wo du drauf zuläufst. Oh, fuck. Aber ich muss das Moped holen.
Ich wurde aber auch noch geschossen und getroffen, als er schon weggelaufen ist. Also, ich habe nur einen einzigen gesehen, aber wahrscheinlich sind dort in die Richtung mindestens zwei. Der dürfte mich aber nicht sehen, ist abschüssig hier. Ah, ich baller mal ein bisschen mehr drauf. Ich habe echt nur ein, zwei Kühler vor. Müsste ich gehen. Ja, dass die Beste weiter in unsere Richtung gucken, nicht? Wir hatten in der Stadt auch noch Pops, ja, nice. Kommen sie dir hinterher? Nee, oder? Nö, nicht. Aber hier geht's mit Sicherheit später noch an ab an der Brücke, also eigentlich will ich ja noch bleiben. So ein Dreier-Moped? Ja. Kommt über unsere Brücke. Oh. Ich wurde von unserer Seite. 70 Grad, ja. Markierter Baum. Mann, ey. Ihr habt mein Karabine. Ein Hit hat er. Nach hinten weg. Ob die zusammengehören? Ich hab leider nie gesehen. Ich geh mal weiter links rum. Guck mal, was passiert. Ah, ja, zwei. Mindestens zwei. Komm jetzt wieder zurück zu uns. Na, ich bleib mal hier an der Stelle. Komm, schieß mal bitte noch ein, zweimal, Micha. Hat's geholfen? Ah, nee. Ein bisschen, aber nicht tödlich. Einer hat einen Header. Einer geht zurück zur Straße. Das sind einer läuft noch links rum ins Palace rein, hab ich gesehen. Zwei am Stein. Der ist nicht rein, der ist bis jetzt steht er hier noch dran. Okay. Müsste einen Treffer haben, hab aber auch einen kassiert. Netter Zone. Einer läuft weiter nach rechts, weiter hinten. Mhm. Einer ist jetzt im Palace drin. Der wird uns flankieren. Schön, welchen hast du, Micha? Ganz weit rechts? Kannst du sagen. Auf meiner Seite. Bei dem Baum. Ja, ja, das war der ganz nach rechts gelaufen ist. Der andere kommt auch wieder. Der Steindude rennt. Ich push den. Ich push den. Oh, das war meine Weste. Ich hab leider nichts zu werfen. Ich schon. Ich kann nicht mehr nachkommen. Keine Weste. Muss mir erstmal heilen. Ja, wir könnten auch gleich von Typen beschossen werden. Ich glaube, wir sollten allesamt zum Auto gehen. Ja. Ja, na gut. Dann nochmal rein. Schöner Skin. Danke. Ist geil. Ich meinte Michas Rucksack. Nee. Fahrzeug? Ja, ich seh's. Also du hast im Spiel so gut wie gar keine Bots, gegen die du spielst. So gar nicht. Kannst du alles auf einer Seite nachschauen. Ich glaube, im Schnitt haben wir pro Runde, was waren so 6, 7, 8 oder so. Das heißt, dass du auch mal wirklich einen siehst, sehr unwahrscheinlich. Also wenn du jetzt hier in diesem Modus 10 Runden hintereinander gewinnst, Respekt. Naja, das will ich dann auch sehen. Bevor ich das glaube. Mhm. Wahrscheinlich sind es die Trainingsrunden. Oder vielleicht bist du aus dem auf den Arcade-Modus gekommen. Geil.
Geil! Ich hab grad die Waffe weggewechselt oder nachgeladen. Ich höre nichts laufen. Das, doch, doch. Smoke schon die erste. Ich hab keinen Koffer. Koffer lege ich hier raus bei mir. Komm mal rum, genau. Ja. Scherze. Links. Kannst du mir deine Weste rauslegen? Einer ist oben auf dem Dach auch. Liegt. Okay. Bei uns auf dem Dach oder wo? Hat Seth aber lebt wieder? What? War leicht verwirrend. Hätte ich dieses Spiel! Wie kann er denn die Nate ausgehalten haben? Ja, komm, den hol ich als nächstes. Der könnte vielleicht oben drauf sein, dass der die Nate überlebt hat. Einer liegt hier noch von denen. Ah, ne, das ist er down. Kann sein, dass er schon hochgelaufen ist. Wir könnten am anderen Haus hoch. Ich werde von hinten beschossen. Auto hält bei uns. Ah, oh, verdammt. Außen, ne? Weird, weird, weird. Aber der ist noch da, oder? Der ist noch da, ja. Ich hab noch einen Step von ihm gehört, aber der ist auch nicht, also, ja, ja. Es könnte sein, dass er oben aufliegt. Ich guck mal, dass ich nach oben komme. Ja, ich hab mich nicht getraut, hochzugehen. Hier liegt deine Weste, Micha. Erdgeschoss. Achso, ja. Ganz vergessen wieder. Ja, weil halt nur, falls er jetzt dann wirklich rumpusht, ja, weil meine halt komplett kaputt war. Wissen? Ich spekuliere mal. Ja. Oben drin an der Treppe. Ich hatte nämlich leicht hoch gehört, aber vielleicht jetzt oben drauf nicht gesehen und dachte, ja, der wird ja wahrscheinlich dahinter gammeln. Ja, 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 ja. Immer das Gleiche mit dem. Ich könnte noch eine Vektor gebrauchen, obwohl vielleicht sagte ich oben auf eine UMP. Ich habe nämlich auch so recht wenig rum, ne? Ja, natürlich wurde die Nate vom Plastikspur geblockt, alle anderen macht ja gar keinen Sinn. Wenn du eine UMP spielst, kannst du ganz viel Muni von mir haben. Ja, würde ich nehmen. Ein bisschen was habe ich sogar schon. Liegt hier bei mir, auch noch mit Stuff dabei. Hatte einer von denen ein 6er oder ein 8-fach-Visier? Ui. Oh! Ziemlich nah schon. Ja. Sehen. Ein Header. Ist knocked. Ich wollte gerade eine Waffe tauschen. Bin gleich wieder da. Hab's du? Oh, schön. Blau markiert, den hast du? Ja, ja, beide. Okay. Einer war links und der war rechts. Der hat sogar einen Dreier im aufgehabt. Ich blitze da irgendwo näher. Braucht ihr irgendwas an Heilstuff? Ich habe sehr, sehr viel Zeug dabei. Hier ist eine M4, Micha. In der Crate. Heilstuff? Rauch? Heilstuff brauche ich nicht. Rauch oder so wäre ganz geil. Okay, ich bräuchte Magazine. Was denn für welche? Obwohl, Magazine habe ich auch bei den halbwegs drin gesehen. Okay. War die auf der Treppe? Das weiß ich nicht. Moin auch Melonen, Yabucha, Scolli. Ja komm, wo ist deine Crate? Na komm, Spiel. Danke. Schalli AR ist hier noch drin. Noch jemand mit SR, Schalli? Nimm den SR. Schalli AR ist hier. SR, SR. Sag was hier. Achso, ja, gerne. Nee, 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 nee. Ich hab verstanden, hast du einen SR, Schalli. Spiel ich nicht so was.
Ich bin immer mega überfordert bei diesem Spiel einfach. Echt? Ich war eben überfordert, als der Typ plötzlich vor uns stand. Das war geil, ne? Ich habe auch nichts von ihm gehört, auf einmal steht er einfach nur vor uns. Der muss sich auch gefreut haben. Was brauchst du denn jetzt noch, Micha, an Magazin? Ein AR- oder SR-Magazin? Egal. Ich bräuchte noch ein taktisches Lager, falls noch irgendwo eins ist. SR-Magazin habe ich dabei. Das ist nice. Wir kriegen Drops? Alter, Achtung, das könnte jetzt böse abgehen hier. In uns waren schon Drops, deswegen. Ja, direkt bei uns, im Gelände. Am Gelände. Was ist das? Auto kommt. Also ich fahre. Das ist mir. Achtfach. Cherchen Fahrzeuge. Jetzt höre ich auch was, ja. Ich komme zu euch zurück. Was? Am Haus, ne? Ja. Ja. Werden auch von anderen Seiten beschossen jetzt. Ich hau ab. Einen habe ich rausnehmen können. Die sind aber zu viert, glaube ich. Micha, SR-Magazin? Habe ich schon. Außer Dings rausziehen können, danke. Einer ist in dem Haus drin. Blau markiert. Tja, die denken, ich wäre hinten noch. Verarscht. Jetzt eine Nade, ey. Geil, das wäre. Oh, der ist am Top, an dem roten. Hat mich genockt, scheiße. Wo? Direkt bei mir an der Ecke dran. Der ist noch genau hier an der Ecke. Der kommt rechts raus, rechts um die Ecke. Ist schon draußen, kommt an die Mauer, das Haus direkt vor mir. Sehr gut. Ich bin gleich weg. Noch irgendwer hier? Hörst du was? Versuchen wir es. Ich höre noch Micha. Der hat vielleicht einen Self-Ref gemacht. Self-Ref könnte noch sein. Bus halte von mir. Danke, danke. Auto lässt sich rollen, andere Straßenseite, von rechts kommt. Achtung, Bus halte vor mir, Xaros, Achtung. Ich weiß nicht, ob der Winkel schon passt für euch. Da ist einer dran, oder wie? Ja. Hast du den gelootet hier, Max? Hol den Micha. Noch nicht. Jetzt hab ich ihn. Gut. Er war instant. Ja. Sollten vielleicht trotzdem schon mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Autos haben wir auf jeden Fall. Ja, noch ein 6, ein Dreifach-Visier. AWM, 8-fach AWM hier alles. Ich hab schon eine Ork. Wenn ihr sie nicht wollt, nehme ich sie, aber schnappt sie euch mal. Ja, ich will sie nicht. Das passt schon. Hier ist das 8-fach. 8-fach habe ich. Ich auch. Am Stein, das Teil. Am Stein oder eins davor. Taktisches, ja, habe ich hier mitgenommen. Cool. Okay. Ist auch ein 8-fach aus? Hab ich. Oh, das MG3 halt. Ich will's nicht. Praktischer? Bedankt. Moin, auch das Finanzamt fragen. Moin, moin. Ist klar. Aber im Auto, oder? Ich würde sagen, laufen. Ich will eigentlich nicht nochmal, dass die hier wissen, wo wir sind. Alle DMR hat jetzt jeder, ne? Ja, ich brauch gar nichts mehr. Ich hab Charlie hier auf der AWM. Kontakt, Rich! Seh's.
Ich mach's weg. Rechts von uns aus. Wir können hier links noch ein bisschen weiterlaufen. Ja. Hab einen Helm mit Ohren. Das finde ich nicht so schön. Besser als Arsch mit Ohren, Mützen, oder? Mützen mit Ohren für Kinder. Das ist so. Naja. Hast du Kinder? Kinder. Links von uns ist ein Auto abgestellt. Ja. Da ballert's ja auch schon. Rechts und links. Mal über die Links angehen. Ich such grad schon ein bisschen, aber ich sehe nichts. Also vom Klang her auch mal ein Stück weiter links. Hm. Im Buggy habt ihr gesehen oben, ne? Ja, ja. Ja. Ich würde eher rechts schauen, aber. Auto kommt? Bin bei Micha. Brennt. Auto brennt. Auto muss gut gehen. Der ist ausgestiegen, ganz sicher. Ja. Und der Dude von unten muss jetzt hochkommen. Den ich markiert hatte. Mhm. Buggy? Ja. Schön. Da ist er. War nur genug. Jetzt für Micha. Alles gut. Gleiche Baum, der läuft. Hab ihn. Hä? Kommst du hier rein noch? Ich glaube, Micha, nee, du hast einen Disconnect. Wieso? Du bist doch genug. Ich nicht, Micha. Ja, aber meine Zorngranate. Ach so, ah. Hat einen Schreit, hat in dem Moment verloren gelaufen. Er ist genockt, der an dem Baum. Mit der Nate. Nice. Rausgenommen. An dem Baum ist auch einer. Wir müssen aber noch links rum rein, also. Ich glaube, ich lauf mal. Ja, ich lauf los. In einem Buggy oben, hattest du den? Nee. Da war aber auch Rauch, die fighten, also die fighten auch immer noch. Ist der vor mir links am Baum? Hinter uns, der bei Richtung Gelb läuft, läuft auch rechts rum, also kommt uns hinterher. Ist ähnlich. Ist ungefähr hier, bei Blau. Vor mir mehrere Leute. Einlockt. Das ist tot, das ist tot. Zwei knockt rechts. Über mir ist einer mit Kreuzer.
Das war der. Alle keine Granaten. Das ist eine Pfanne. Scheiße. Ich hätte schon haben müssen. Arsch, Arsch. Aber für beide. GG. Das Witzige ist, ich habe ein Self-Revive-Kit. Wäre ich durch die Zone genockt worden, wäre ich nicht gestorben. Nicht sofort. Aber ich habe es vergessen. Ich hätte eigentlich in dem Baum stehen bleiben dürfen. Hätte ihn warten können, bis er rauskommt. Funktioniert. Ach, schade, beim ersten Mal rechts rumlaufen hätte ich ihn eigentlich mit der AWM schon direkt killen müssen, aber da hab ich daneben geballert. Ja, die Ork mit Vierfach, die macht schon Spaß. Hat halt echt einen Recoil, der ist irgendwie geringer als bei der Bison oder bei irgendwas, aber du schießt halt 5er Muni die ganze Zeit raus, das ist schon eine ganz nette Sache. Ja, definitiv. Tja, jetzt eine Runde Karakin, würde ich sagen. Danke auch für die ganzen Follows an Lukas, an Jamal, an Jordi, an TGV1472, an GT87. Danke, 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 danke. Ah, nee, das wird nichts. Wenn ihr jetzt länger dauert, dann schaffe ich das nicht rechtzeitig. Bis 14 Uhr. 14 Uhr geht's weiter. Danke auch Steppi81 für dein Follow. Danke, danke. Um 14 Uhr geht's weiter, dann aber auf YouTube. Und zwar mit Total War, Warhammer Dry. Mit PUBG geht's auch weiter, und zwar um 18 Uhr dann auch auf YouTube, heute Abend. Also da gibt's heute auf jeden Fall auch noch so das ein oder andere, habe ich gehört. Ja. Und Twitch wieder nächste Woche. Freitag 18 Uhr, Samstag, Sonntag jeweils um 10 Uhr. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Beats, danke für die ganzen Follows, danke für die ganzen Abos und all die netten Worte. Und dann sehen wir uns in etwas mehr als einer halben Stunde auf YouTube gleich wieder zu Total War Warhammer Dry in der Coop-Kampagne. Bis gleich. Adieu. Tschüss.